Oh, hey, Daniel. Würdest du gern mal zur Hölle fahren? Gengo Also besuchen? ich muss erstmal auf Aufnahmemodus schalten, aber ja, ich würde gerne zur Hölle fahren. Aber Gut, nur gut. im Aufnahmemodus. Mal ein paar Fotos, mal Ich gucken, meine, wie ist wenn du das zur aus. Hölle fährst, Fotos, willst du diesen das Ganze Zeug. natürlich auch dokumentieren, oder nicht? Ja, für die Nachwelt festhalten. Wir spielen übrigens Limbo. Ich Die muss dir nicht erklären, Frage was Limbo ist, die Leute kennen's. ist nur, wie würdest du die Aufnahmen am Höllenzoll vorbeischmuggeln? Oh, der Höllenzoll. Der, wenn du erwischt wirst, bist du halt wieder Yes. dahin, ne? Was sollen die machen? Mich in die Hölle schmeißen? Deine Frau da behalten, wenn du dich umdrehst? Glauben die, ich hätte Angst vor meiner Frau? Kommt drauf an. Nee, das ist Kommt auf die schwierig. Frau an. Bist du nackt in der Hölle? Ist man da? Das ist sowieso eine Sache, Das ist eine ja Frage, die das man sich der stellen kann. Horror. Ist man, wenn man stirbt, dann stirbt man mit den Klamotten mit, oder ist es dann so? Nee, deswegen gibt es ja das letzte Hemd. Weil das kannst du dann nach dem Tod anziehen. Hast du nur noch ein Hemd. Das letzte Hemd. Das letzte Aber Hemd. ich hoffe, man sucht mir was Gutes aus. Weißt du, an sich macht es macht an sich vollkommen Sinn, in der Hölle nackt zu sein, aber ich hätte nie damit gerechnet, den Satz, ist man in der Hölle nackt zu hören in meinem Leben. Ja, nee, es Weiß geht ja um nicht. das Und so ein Schmuggeln. Ich Daniel-Satz. meine, das, ja, keine Ahnung, ja, sagen wir, du, wenn du jetzt sterben würdest, du hast genau das an, was du jetzt halt gerade anhast. Ich habe den Sticks Also, da erreicht. du keine Hosen anhast, ist kacke, Scheiße. ja, ich weiß. Ich hab eine Boxershorts an. Und du musst jetzt, Ich auch noch. du musst dir zwei 1-Euro-Münzen auf die Augen legen lassen als Zoll für den Fährmann, sonst kommst du gar nicht rein in die Hölle. Jetzt musst du warten. Wer ohne Geld stirbt, der ist am Alter, Arsch. sogar eine Warteschlange in die Hölle. Ja, kennst du Aber die das? Dass Sache man ist, tot man wie Daniel, so zwei Münzen auf die Augen legt, damit die den damit die Fährmann bezahlen irgendeine können. Kupferkrankheit entwickeln. Was auch immer Aber die der Sache Fährmann ist, mit Geld Daniel, will. ich habe mein Handy tatsächlich gerade direkt neben mir. Also wenn ich jetzt sterben würde, ich hätte mein Handy bei mir. Ich Hast bin du es mir. dabei, um die Aufnahmen zu machen? Oh, nein, nein, das ist jetzt da Siehste? unten. Also wenn ich jetzt sterben würde, jetzt auf der Stelle, dann hätte ich kein Handy. Dann hättest du Aber ich echt hätte meinen verkackt. Rechner. Mein Handy Du lädt auch. auch gerade. Aber Okay, dann kann ja. ich keine Fotos machen. Ja. Ich habe meinen Dann kann ich nur weiter Rechner. aufnehmen. Ich habe meinen Rechner, eine leere Plastikflasche, Switch Pro Controller Eine volle und einen 60 Plastikflasche mit Gigabyte Urin. USB-Stick mit geheimen Informationen über das Pentagon. Hintergrundinformation. Vielleicht finden die das in der Hölle nützlich. Ich glaube, die Hölle weiß über das Pentagon Bescheid. Ja, das glauben sie. Das ist ja auch so eine Überinstanz. Außerdem, ich würde, so, wenn man so drüber nachdenkt, Hölle klingt manchmal gar nicht so schlecht. Also wenn du siehst, Na, ich weiß ich meine nur, es geht ja auch nicht, es geht nicht darum, es geht ja zum einen ist natürlich ewige Verdammung ist Kacke, aber ja, es wenn klingt schon du, ziemlich kacke, wenn man drüber aber nachdenkt. wenn du guckst, wer alles sagt, hey, ich bin Christ, ich komme in den Himmel, dann sind das alles Leute, mit denen du eigentlich nicht chillen möchtest. Das mag sein, aber ich stelle Irgendwelche mir vor. Karens, die Fastfood-Mitarbeiter anschreien und Trump-Anhänger. Das sind alles Leute, die mit dir, stell mir vor, mit denen denkst du den, oh mein Gott, Rest deines Lebens rum oder Nachlebens. Das sind Leute, die in den Himmel wollen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass die in den Himmel kommen würden. Stell mir vor, die Voraussetzungen sind einfach falsch, hat irgendjemand falsch Alter. aufgeschrieben und du musst einfach ein absolutes Arschloch sein, um in den Himmel zu kommen. Es geht halt nicht mal um die, also wenn die Voraussetzungen halt wirklich so Sachen sind wie Liebe deinen Nächsten oder sowas, dann kann ich mir Dann hast nicht du gute vorstellen, dass Chancen, Raki. Trump-Supporter oder sowas da eine gute Chance haben. Ich meine, ich kann jetzt nicht für Gott sprechen, aber Ich maße es mir an. ich, ja. Ich bin es, Papst Gengo, der Erste. Höret meine Worte. Würdet ihr Papst werden, wenn man es euch anbietet? Aber dann muss ich mich rasieren. Oh Mann, ey, Der nee, ich Papst kann darf jetzt keinen schon nicht Bart Papst haben? werden. Meine erste Frage wäre jetzt gewesen, wie viel Muss man da man dann nackt verdient. sein? Alles, du verdienst alles. Weißt du noch zur Konfirmation, Daniel, jetzt, wenn man mit dem Kollektebeutel rumgegangen bist, das geht alles direkt an den Papst. Der hat wie Ciao, Ching. Auf der ganzen Welt. Dagobert Duck einen eigenen Geldspeicher, in dem er immer badet. Dann sagt er, Raki. danke, Jesus. Raki, ich wollte gerade sagen, sollte es ein Cartoon über, keine Ahnung, den Vatikan oder sowas geben, dann, ich hätte jetzt nicht an Dagobert Duck gedacht, aber ich hätte jetzt gesagt gehabt, der Papst wäre in dem Cartoon genau wie Mr. Krabs. Oh, Oh, es geht mir falsch Gefallsschaden. Gibt es irgendwie die klassische Folge, wo, sein Jünger
mit dem Teufel eine Wette eingeht und der Teufel sagt, ich gebe dir alles aus dem Collectbeutel, was ich gerade hier bei mir habe. Dann fragt er, wie viel ist da drin? Und er sagt, 2 Cent. Und er sagt, okay. Dafür würde er SpongeBob-Seele verkaufen. Ja. Es kommt aber jetzt ein Film über den Vatikan raus, habe ich neulich gesehen, als ich im Kino Megalopolis gesehen habe. Make a lot. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Darüber sollte ich ja erst in Luigi's Mansion dann reden. Das war ja der Cliffhanger, den wir gemacht haben. Scheinbar kommt ein Film über den Vatikan raus, wo es irgendwie um so eine Papstwahl geht und geht sehr viel so um Intrigen und sah ehrlich gesagt ganz cool aus, auch wenn mich der religiöse Aspekt nicht interessiert, aber politisches Ränkespiel und Intrigen, das ist wie House of Cards, nur mit mehr Jesus-Bezug. Ich bin ehrlich, also wenn irgendwas einen religiösen Unterton hat, kann das was aufwerten, aber wenn es halt komplett nur um das Religiöse geht, dann bin ich da auch eher raus. Aber es geht ja mehr um diese Papste und diese ganzen Leute, die dann ihren eigenen Vorteil daraus ziehen wollen. Und warum bin ich da schon wieder gestorben? Ich bin echt scheiße. Okay, machen wir das noch einmal. Wir haben genug Religion zum drüber reden. Ich meine, ich mag... Horrorfilme? Darauf wollte ich jetzt nicht unbedingt eingehen, also Ich dachte, du würdest dann für gerade die Vorlage machen, weil Religion ist Teil davon, aber es ist nicht das Kernding bei vielen Horrorfilmen. So, doch, aber finde ich echt cool. Ich mag das besonders gerne. Da hatte ich, glaube ich, mal einen ganzen Tweet halt drüber gemacht und da erinnere ich mich jetzt auch gerade wieder dran, weil Pi aus seltsamen Gründen angefangen hat, Doctor Who zu schauen, als ich auch gerade meinen Rewatch gestartet habe. Ich mag sehr gerne Science-Fiction-Horrorfilme, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass die Menschheit irgendwie auf den realen Kern der Hölle stößt. Also sowas wie Event Horizon, wo so ein Schiff ist, was durch eine andere Dimension springt und dann landen die aus Versehen in der Dimension, die Hölle ist oder sowas. Oder in Doctor Who haben sie auch... Ja, der ist von... Ja, wer ist der nochmal? Paul W.S. Anderson. Ja, Event Horizon ist von dem Resident Evil Monster Hunter Typ. Ich glaube, wir haben das letztes Jahr im Oktober bei den Halloween-Empfehlungen, hattest du das, glaube ich, drin gehabt sogar. Stimmt, ich habe drüber geredet. Über den Film mit dem, Pflanzenmenschen. Aliens. Ja, das, genau, das ist, Body Snatcher gewesen mit den Pflanzenleuten. Ja. Ich mag einfach irgendwie das Konzept wie, oh, Leute haben so viel Technologie und dann ist es halt irgendwie, Technologie trifft euch eben auf dieses, was ist das Wort, nach dem ich suche? Ich will nicht religiös sagen. Ja, nee, aber halt, keine Ahnung, fantastische, ich will halt nicht, ich will wir halt haben uns, nicht wir haben uns Magie halt als, oder sowas sagen. Wir haben uns halt als Gesellschaft von diesem Übernatürlichen immer weiter entfernt und gerade das macht es interessant, das mit Wissenschaft zu verbinden. Ja. Denke ich. Weil wir haben uns, die Welt wurde entmystifiziert, als die alten Griechen damals beschlossen haben, Wissenschaft zu betreiben, statt an Naturgeister zu glauben. Da habe ich erst vor 2 Tagen mit jemandem drüber geredet. Die Sache, also bei so paranormalen Sachen ist, ich weiß, ein richtiges Erlebnis wie, keine Ahnung, stell dir vor, ich würde durch den Wald laufen und würde wirklich ein Cryptid sehen. Oder ich würde wirklich, Teil einer UFO-Begegnung, Alien-Begegnung sein. Ich hätte wahrscheinlich für den Rest meines Lebens eine gewisse PTSD oder sowas. Aber mein Gott, es wäre verdammt cool. Das ist viel. Das sehe ich. Ja, weißt du? Also, keine Ahnung, die ersten paar Jahrzehnte wirst du vielleicht nachts nicht schlafen können, weil du halt weißt, dass dein gesamtes Weltbild jetzt auf dem Kopf steht. Aber irgendwie nach 30 Jahren wirst du zu deinem Enkel sagen, meine Güte, das war eine coole Sause damals. Wie als Kay damals in Roswell beigefahren ist, zufällig. Dem Alien eine Blume gegeben hat. Achso, ja. Der war beim Roswell-Incident dabei. Xater. Oder wie das hieß. Das war ein... Ich bin bis heute der Meinung, dass der zweite Film der beste ist. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass er der schwächste ist. Den dritten müsste ich irgendwann nochmal sehen. Die sind auf jeden Fall aber alle gut. Ja, das ist es halt. Das ist wie mit, die haben eine 1A-Trilogie gemacht, wie Fluch der Karibik, und danach kam nie wieder ein Film. Oder Indiana Jones.
Die haben den ersten und den dritten Teil gemacht. Die haben den zweiten irgendwie übersprungen. Die das haben ist eine so gute Duologie gemacht. Kartoffelsalat hat auch mit Teil 3 weitergemacht. Also theoretisch gesehen. Theoretisch gesehen ist ja Teil 3, Teil 2. Ich meine, das eine ist ein Prequel, wenn man so will. Ja. Dann ist der eigentliche dritte Teil Teil 4. Ich finde das so interessant, dass es einen Haufen Leute gibt, die denen das erst sehr spät oder nie wirklich aufgefallen ist, das Tempel des Todes vor Indiana Jones einspielt. Aber ich meine, das erkennst du auch nur an einer einzigen Jahreszahl, die sie irgendwo einblenden kurz. Ich weiß nicht mehr, ob sie beim ersten Teil eingeblendet haben, wann der spielt. Gut, ich weiß halt nicht, wenn du halt weißt, was mit Indien und Britannien los war, dann weißt du es vielleicht. Hatten die schon keine Kolonien mehr zur Zeit des Zweiten Weltkriegs? Ich dachte, die haben erst später damit aufgehört, Kolonien zu haben. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die ja noch darauf bestanden, ihre Kolonien zu behalten. Ja genau, aber in dem Film, da hatten die doch ganz aktiv im Tempel des Todes, da haben die doch mit denen zusammen gegessen. Mit der Armee da, glaube ich. Ja, ich dachte nur, das wäre auch zum... Ja, die Stimmung war ein bisschen zu entspannt dafür, dass irgendwie im Zweiten Weltkrieg spielt. Ja, genau. Ja, das ist mit der Spinne gerade übrigens überhaupt nicht gefallen, einmal aufs Spiel einzugehen. Das ist, deswegen bin ich kein Freund davon, wenn Spinnen größer sind als dein Daumen. Sollten auf jeden Fall nicht solche Spinnen existieren. Habe ich euch eigentlich von meiner neuen Superkraft erzählt, die auf Spinnen basiert? Spinnensinn? Ja, ich bin unter das Haus gekrochen und Spinnen haben mich gebissen. Ich denke jetzt, dass ich Spider-Man bin. Das war ein Zitat aus Hannah Montana, das aus irgendeinem Grund rent-free in meinem Kopf lebt. Aber was meine Superkraft angeht, ich bin irgendwie ein Spinnenmagnet geworden in den letzten Monaten. Es kommt viel zu oft vor, dass ich irgendwie draußen unterwegs bin und gucke und plötzlich chillt irgendwie so eine Spinne auf mir. Und ich denke mir so, wo kommst du denn jetzt her? Das ist mir unangenehm. Meistens sind so diese kleinen Spinnen, das ist dann okay. Aber einmal, ich war irgendwie abends unterwegs, habe mich auf so eine Bank draufgesetzt. Ist das eigentlich gerade Foreshadowing gewesen mit dem Spinnennetz an seinem Kopf? Aha, wegen... Das war echt knapp. Das war irgend so eine Speedrun-Taktik angewandt. Könnte Foreshadowing sein. Was ich sagen wollte, einmal war ich irgendwie abends unterwegs, ich habe mich auf so einer Bank ausgeruht, wie man es tut, und plötzlich hat sich hier eine Kreuzspinne entschlossen, an mir hochzukrabbeln, und dann bin ich auch ein bisschen in Panik geraten, ich habe mein Hemd ausgezogen und weggeworfen. Normale Reaktion, würde ich meinen. Also die Kleinen, mit denen bin ich doch okay, die sind ja, wie groß sind die? Millimeter oder so. Oh Gott. Oh. Das hat mir gerade richtig hart Outworld-Vibes gegeben. Der Mulacke wird Apes Odyssey. Der Mulacke. In Apes Odyssey gibt es auch eine Stelle mit so einer Modaken, heißt nicht. Scheiße, ich glaube, das ist gesagt, das andere Leute. Das klang wie eine Beleidigung. Ich sagen, das klingt wie, als würdest du sie rassistisch beleidigen oder so. Wie schon, ne? Es war ein freudscher Versprecher. Ich glaube, das war irgendwas Schlechtes. Ah, fuck. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auf Outworld gezogen. Wir reden einfach nicht weiter drüber, okay? Ja, wir sollten guck mal, die Spinne ist zurück. Ich wollte auch irgendwas zu Spinnen sagen. Scheiße. In meinem Garten waren mega viele von den Kreuzspinnen. Die haben sich da irgendwie eingenistet. Das fand ich ein bisschen gruselig. Ich hatte Angst, dass sie irgendwann ins Haus kommen. Weil sie das zu dir kommen. Ja. Einmal war es sogar so, dass bei meiner Schwester im Zimmer, dass die dann quasi vorm Fenster so hing, also so runterhing. Und dann der Wind hat sie ein bisschen durch die Gegend reingeschleudert. Naja. Ich hab dann übrigens ein paar Minuten da gestanden und mein Hemd erstmal angestarrt und gewartet, bevor ich sie wieder aufgehoben habe. Nicht, dass sie auf mir mitkommt. Das finde ich ist halt wirklich das Schlimmste bei Spinnen oder so anderen Insekten. Du fühlst dich halt wirklich, als wärst du in einem Horrorfilm, weil du diese Anspannung hast, was wird jetzt als nächstes passieren? Wann kann ich mir sicher sein, dass da keine Spinne mehr ist? Wann ist das Monster wirklich weg? Ja. Ich hatte jetzt kurz Angst gehabt und habe nach dem Wort gegoogelt,
Ich auch. Wir sind knapp dran vorbei, glaube ich. Ja, wir sind knapp dran vorbei. Alles gut, okay? Alles gut. Oh Gott, ja, schlimm. Alter, diese Kinder, die da hängen. Es war unbeabsichtigt. Ich dachte wirklich, die Viecher aus Ape heißen so. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass ich den Wald cool finde, auch mit den Kindern hier. Ist ein bisschen wie Hänsel und Gretel. Also die Kinderleichen, die geben dem das gewisse Ambiente, was mir gefällt. Ach du Scheiße, aber auch, das verfolgt die, mich. Warum greifen die dich an? Warum sind sie so feindselig? Wir sind im Limbus, so macht man das hier. Gehört zum guten Ton. Und die Silhouette da oben kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das erinnert mich an den Jungen aus Monsterhaus. Oh, das ist an da drin. Ich muss aber sagen, weil wir gerade sowieso den Arachnophobie-Talk angefangen haben, aus irgendeinem Grund bin ich wirklich nur anfällig für Sachen, die auch komplett hundertprozentig wie eine echte Spinne aussehen. So eine Krabbe, auch diese chinesische oder japanische Riesenkrabbe, die ist mir komplett egal. Die sieht für mich nicht wie eine Spinne aus. Die sieht cool aus. Ja, das ist. Oder Spinnen in Videospielen oder so. Ich habe ja mal so ein VR-Spiel gespielt, damals in Prag, wo es darum ging, dass man irgendwie so ein Trupp an Überlebenden war in einer Welt, die komplett von Spinnen überrannt wurde. Ich fand es nicht gruselig. Die sah nicht realistisch genug für mich aus. Keine Ahnung. Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wie realistisch die Spinnen dargestellt sind. Also mit der hier habe ich jetzt auch kein Problem, aber ich würde jetzt Grounded als Beispiel nehmen. Also da sind die Spinnen sehr realistisch. Selbst die fand ich nicht schlimm. Also ich habe mich, als ich das erste Mal auf eine getroffen bin, ich habe mich so krass erschreckt. Also es ist generell die Sache bei mir, Raki. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel oder sowas gespielt, wo ich die Spinnen ekelhaft genug fand. Auch die aus dem Resident Evil 1 Remake, die... Ich meine, würde eigentlich schon ziemlich realistisch ist. Die fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Oder keine Ahnung, könnt ihr euch noch an diesen einen... Sie sehen aus meinem Intro. Diesen, stimmt, aus diesen einen Zelda Wii U Teaser-Trailer erinnern mit Goma da, wo er eigentlich auch sehr wie eine normale Spinne aussah, fand ich auch nicht schlimm. Einfach der Fakt, dass dieses riesige Auge auf dem Rücken war, hat es für mich ein bisschen... Cartoony gemacht. Also, Grounded ist auch irgendwie die eine Ausnahme für mich. Also, das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich ein Problem mit den Spinnen habe. Aber das glaube ich auch eher einfach, weil sie so groß sind im Vergleich zu dir und du echt wenig dagegen machen kannst, vor allen Dingen im Early Game. Das müsste ich sehen, glaube ich, weil grundsätzlich hatte ich auch nie Angst, aber ich hatte bisher auch nie die Erfahrung, dass die wirklich so realistisch waren. Was Grounded bei mir, was da zu mir führt, dass sie nicht so schlimm aussehen, ist auch der Artstyle, weil sie sehen nicht wirklich haarig aus, weil sie haben keine Haartextur, kein Fell. Hast und du... die Augen sehen für mich auch viel zu glubschig halt aus. Ich glaube, du sprichst gerade von dem falschen Spinnen. Es gibt nämlich zwei Spinnenarten. Ich sehe hier gerade die Wolfsspinne und die Wolfsspinne ist auch nicht haarig. Also Grounded hat extra einen Modus für Arachnophobe gemacht, dass die Spinnen nicht wie Spinnen aussehen. Was ich an sich nett finde. Ich bin für inklusives Gaming, muss ich sagen. Daniel auch. Gengo nicht. Also, mir ist es... Ich find's okay. Wenn ich Developer wäre, würde ich jetzt nicht wollen, dass man sowas von mir erwartet, aber ich find's jetzt auch nicht... Es ist halt gut, wenn Leute das spielen können. Ist ja... Warum sollte mich das stören? Es ist der Rabe von dem guten Edgar. Ich finde die auch nicht so schlimm. Oder? Ich habe ein Problem mit denen, ich weiß nicht. Ja, es ist okay. Was hat dir denn mal Angst gemacht in einem Videospiel, Daniel? In einem Videospiel? Ja. Ich glaube, in einem Videospiel hat mir tatsächlich noch nie was Angst gemacht. Hast du dich noch nie erschrocken in einem Videospiel? Also ich dachte, wir reden jetzt halt Angst wirklich wie irgendwas, was mich halt ein bisschen begleitet hat. Vielleicht. Oder wenn es einfach nur ein Jumpscare ist, dann bestimmt viele Dinge, an die ich mich erinnern kann. Ich hatte jetzt an Jumpscare, glaube ich, gedacht. Ich hatte halt früher viel mehr Probleme mit Horrorspielen, wenn ich die selber spielen musste. Konnte alles sein, wenn ich ehrlich bin. Es ist First Person bei mir. Also wenn ein Horrorspiel First Person ist, komme ich damit nicht klar. Third Person ist okay, aber First Person kann ich absolut nicht ab. Das ist mir zu nah dran. Ich kann es zum Beispiel sagen, ich traue mich immer noch nicht ganz, das erste Amnesia zu spielen. Ah, okay. Auf The Bunker habe ich Lust, weil ich das schon ein bisschen gesehen habe bei Gengo und
kann man vielleicht auch, weil man eine Waffe benutzen kann, völlig egal, ob die jetzt. Ja, der glaubt mir, das ist ein Trugschein. Ja, ist das aber irgendwie trotzdem, das gibt mir trotzdem so. Ja, es gibt einem sicheres Gefühl. Aber gameplay-mäßig würde ich halt sagen, also Spiele, die mich gameplay-mäßig anspannen, finde ich auf jeden Fall schlimmer, als wenn die einfach nur an sich gruselig sind. Die ersten paar Male, die ich Alien Isolation gespielt habe. Da kam gerade unsere Plattform angelaufen. Die ersten paar, es gibt bestimmt eine Ameisenart, wo es sowas gibt. Ich habe da auch schon mal von gehört, das ist irgendwelche Ameisen. Na, es gibt Ameisen, wo, ja, es gibt welche, da sind die halt die Türen für den Stock. Fuck, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau, die ersten paar Male, die ich Alien Isolation gespielt habe, ich fand das Spiel jetzt nie super hardcore gruselig, weil das Alien an sich gruselig ist, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt kann ich das schon gut genug. Aber die Sache ist halt, wenn man das halt spielt und wenn man halt nur dem knapp entkommt, also ich hatte es super oft, dass ich mich in einem Schrank versteckt habe, wo es halt hinter mir gefaucht hat. Ich hatte halt wirklich so einen Moment, meine Knie sind ein bisschen hochgegangen auf meinem Spiel. Weißt du, weil ich mir gedacht habe, oh, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. So wie, ich weiß nicht, ob ihr das als Kindheit Angst hattet, aber früher, wenn ich in großen Körpern von Wasser gebadet habe, wie in einem großen See, und ich bin immer wieder aufs Ufer zugegangen, dann, ich hatte nicht wirklich Angst davor oder so, aber ich habe mir immer vorgestellt, was ist, wenn jetzt in den letzten paar Metern, die ich aus dem Wasser gehe, mich noch irgendwas packen würde und ja, was ist, wenn ein Krokodil auftaucht? Und das gleiche hatte ich halt bei Alien Isolation. Also, bei so, ich weiß nicht, ob ich das vergleichen kann. Was hattest du vorhin gemeint, dass es so gameplay-mäßig anspannt? Ja. Genau, so Sachen wie beispielsweise Resident Evil 2, das Remake, würde ich jetzt auch sagen, ist nicht gruselig, weil da gibt es gar nicht so viel Gore oder so, aber einfach die Situation überfordert dich halt und das macht es gruseliger. Nee, das wiederum finde ich tatsächlich sogar ziemlich cool, weil wenn ich zum Beispiel Resident Evil 4 als Beispiel nehme, ist halt zum Beispiel die Dorfszene, wo mega viele Gegner auf dich zukommen. Oh, da sind echt viele Leute. Weiß ich, dann denke ich mir schon in dem Moment, oh shit, aber ja, wenn genau. du es dann geschafft hast, dann... Ich habe den Kettensägenmann gar nicht getroffen. Fand man das schon gut eigentlich. Es ist nicht unbedingt Horror, aber es ist halt Anspannung, die dich halt... Ja. Wo ich finde, es kommt aufs Gleiche hinaus dann. Das ist die Anspannung, wenn du bei Mario Odyssey die 99. Volleyball hast. Halt, keine, also jetzt mal nochmal als Beispiel bei dem Resident Evil 2 Remake, wenn ich halt Mr. X verfolgt und du hast vielleicht in einem Raum einen Licker halt vor nicht besiegt und der überrascht dich dann halt einfach. Das sind halt wirklich so Gameplay-Momente, wo ich sagen würde, die werden jedem natürlichen Jumpscare jemals halt überlegen. Weil du hättest es halt anders passiert. Machen. Ja, genau, es passiert halt wirklich. Und das ist auch der Grund, warum ich Alien Isolation halt so mag, weil obwohl das Alien natürlich auch feste Spawnpunkte halt hat, damit es halt einfach ein spielerisches Erlebnis halt ist, ist es halt trotzdem randomized genug in der Art und Weise, wie es dich halt jagt, dass es halt, dass du dir denkst, okay, du kannst dir keine wirkliche Taktik aufbauen, obwohl du es schon kannst, wenn du wirklich willst. Und ich hoffe auch eigentlich eher, dass KI mehr für sowas eingesetzt wird und da mehr Advancements kommen als für fucking Bildgeneration und sowas. Ich hasse es, in der KI-Ära zu leben. Es ist so schlimm. Ja, es ist. Es ist echt furchtbar. Können KIs nicht Regale auffüllen oder sowas? Warum müssen wir ausgerechnet die Kunst als erstes den Teilen überlassen? Ja. Ich habe irgendwas Interessantes letztens auf Twitter gelesen, dass ich glaube, das war eine Lehrerin oder so, die gemeint hat, ja, es ist irgendwie Kunstlehrerin. Das hab nicht, ich nicht Kunstlehrerin, sondern generell Texte. Dass die irgendwie gemeint hat, ja, wenn Texte abgegeben werden, dann gucke ich nicht mehr wirklich nach Content oder wie der Inhalt halt ist, sondern ob das überhaupt wirklich von demjenigen stammt. Oder mit ChatGPT einfach durchgejagt wurde. Ich meine, ich bin ehrlich, schrecklich. Ich benutze ChatGPT auch, aber in den meisten Fällen mache ich es halt nur so, wenn ich keine Ahnung, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt in einem Text, den ich geschrieben habe, ein paar Mal zu oft das Wort das benutzt. Dann gucke ich halt, wie der das halt umschreiben würde, aber ich würde nie selber einen Text von ChatGPT schreiben lassen. Das ist gegen unsere Würde als YouTuber. Ja. Ja, ich,
Ich habe auch teilweise was Umgekehrtes gelesen, und zwar, dass Leute tatsächlich irgendwie ihren eigenen Text verfasst haben, aber er dann nicht gewertet wurde, weil die Leute, die das bewertet haben, halt dachten, das wäre von ChatGPT. Und da stelle ich mir wirklich ätzend das Problem vor. In unserer heutigen Zeit. Vor kurzem, da gab es ja auch mal einen Tweet zu diesem einen Fantasy-Film aus den 70ern, wo die Leute auch gemeint haben, das sieht aus wie KI, obwohl der Film aus den 70ern ist. Und wahrscheinlich eine Template dafür war. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wer er heißt. Das war sogar irgendwas Russisches oder so? Keine Ahnung. Aber wenn ihr den Trailer dafür seht, werdet ihr auf jeden Fall sehen, das ist 1:1 halt die Template dafür, was diese KI-Filmtrailer benutzen. Ja, wo sie halt immer sagen, oh, an adventurous soul, stalking the lands. Und dann sind es halt Kackbilder, wie jemand eine Fackel hält und vor einer Wüste steht oder sowas. Ja, aber wisst ihr, warum das so ähnlich ist? Weil irgendwo muss ChatGPT das ja auch klauen. Ja, genau. Und höchstwahrscheinlich hat es die meiste Inspiration halt von diesem Film. Es ist es nicht. Ich hasse das wirklich. Es ist halt wirklich, es ist mir halt so ein Rätsel, wie man das ernsthaft gut finden kann, beziehungsweise wie man sich das ansieht und sich denkt, ja, das ist cool, ich finde, das sollte in Zukunft so eingesetzt werden. Weil, keine Ahnung, ich denke, in dem Moment, wo Filme, Spiele und so von alles noch von KI ist, dann, ich weiß nicht, dann ist, denke ich, das Medium gestorben. Ja. Dann braucht man sich eigentlich gar nicht mehr dafür begeistern, weil es ist eh egal. Eben halt, wenn Kunst halt, wenn du halt hinter einem Film oder Bild oder whatever halt nicht sagen kannst, jemand hat das mit der und der Intention gemacht, warum sollst du es dann überhaupt erst anschauen? Keine Ahnung. Ich hab gesagt, ich würde gerne ein Bild machen. Oh, endlich. Oh. Das ist aber auch wieder die Anspannung. Ich schätze, also ich würde auch einen Film oder, keine Ahnung, Creator viel mehr für etwas schätzen, auch wenn ich es komplett hasse, weißt du? So. Ja. Mir fällt jetzt leider kein. Was geschaffen hat. Mir fällt jetzt leider echt gar kein Beispiel ein Big für Mouth. Einen Film, den ich. Big Mouth, von mir aus Big Mouth, ja. Weißt du, ich wollte jetzt das Beispiel mit Indiana Jones halt 5 nehmen, aber den Film finde ich jetzt nicht ansatzweise so schlimm, dass ich da sowas zu sagen könnte. Ich habe halt die ganze Zeit so drüber nachgedacht, weißt du, sowas, keine Ahnung, Star Wars 8, aber das ist mir eigentlich komplett alles egal, ich finde die alle okay. Ich denke, Illumination ist da ein positives Beispiel, oder, gerade? Ja, der hat sich ja dafür ausgesprochen, der Chris Melandry. Für oder gegen KI? Dagegen. Das finde ich interessant wiederum, weil der Typ ist ja eigentlich, Illumination man, ist man ja denkt, eigentlich der ein Studio. Ein Pfennigfuchser, ja. Er ist ja eigentlich ein Studio, das sehr auf den wirtschaftlichen Gewinn und so ausgelegt ist. Und damit könntest du wahrscheinlich viel Geld sparen, wenn du KI benutzt für deinen nächsten Minions-Film. Wisst ihr, wer sich auch dagegen ausgesprochen hat? Hayao Michael Miyazaki. Bay. Was? Michael Bay. Stimmt, ja. Und wisst ihr, wer sich dafür, wer James dafür stand? Cameron. Das ist so lächerlich. Also an dem Tag muss ich halt auch einen Tweet dazu machen. Wie kann denn der Mann, der Terminator gemacht hat, irgendwie dafür sein? Es ist so komisch. Das hat man ja auch oft gelesen. Da müsst ihr ja eigentlich wissen, wie. Ich meine, Terminator 2, das war ja eine richtige Errungenschaft. So. Mhm. In dem Sinne. Ein Wunderwerk der Technik. Was die Technik und all das betrifft. War ein Wunderwerk, weil da echte Menschen dran gearbeitet haben. Deswegen ist es so verblüffend, dass gerade von ihm sowas kommt. Ich finde aber auch, also ich finde es irgendwie echt crazy, weil ich weiß nicht, habt ihr diese Szene auf Twitter letztens halt gesehen von der Animatrix, die die Runden gemacht hatte? Was ist Animatrix? So eine Anthologie von Matrix-Geschichten, die halt von bekannten Anime-Studios gemacht wurden. Das ist so eine Prequel-Story, wo man sieht, genau, wie die Roboter die Menschheit in Kapseln sperren. Ja. Obwohl wir nichts gemacht haben. Genau, wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Ja, also in Animatrix geht's ja, gibt es zumindest einen Shot, wo man halt sehr krass sieht, was für Gewalt Menschen den Maschinen gegenüberbringen, obwohl die Maschinen einfach autonom in ihrem eigenen Staat weit weg von der Menschheit leben wollten. Weil wir einfach Angst vor Sachen haben, die uns potenziell überlegen sind. Und dann habe ich halt ein paar Kommentare gelesen haben,
wo Leute halt gemeint haben, oh, die Roboter, die wurden wohl noch nicht genug geschlagen. Sowas sollte nie existieren. Und ich meine halt, die Frage, ob so eine künstliche Intelligenz, ob das überhaupt schlau ist, sowas zu machen, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es halt irgendwann wirklich so ist, und ich bin der festen Überzeugung, wenn die KI, wenn die weit genug entwickelt ist, dann wird die für mich zu einer eigenen Lebensform halt in sich. Und dann ist dein bester Freund ein Bender. Die Sache, ich verstehe halt nicht. Das will man auch. Zu dem Zeitpunkt, wo das halt so ist, da kann ich es dann nicht mehr verstehen, wenn gesagt werden würde, oh, KI sollte nicht existieren. Weil da muss man sich für Roboterrechte einsetzen. Ja. Ich wäre ein... Ja, ich denke, das ist ja was komplett anderes dann, weil die halt so weit entwickelt sind, dass sie dann tatsächlich sowas wie eigene Person praktisch Art Bewusstsein haben. Ja, aber viele Leute denken überhaupt gar nicht so weit als... kennt ihr den Film The Creator, der kam der letztes Jahr oder dieses Jahr? Den wollte ich sehen, aber den habe ich verpasst. Ich hatte sogar noch mit dir drüber geredet, weil du ihn gesehen hattest. Ja. Und dann, nein, ich hatte ihn nicht gesehen, ich wollte ihn auch sehen. Ach, wir wollten ihn beide sehen und haben ihn nicht gesehen. Ja, ja, aber ich habe halt einen Tweet von Spielenator gesehen. Nicht, dass ich mich jetzt wirklich über Spielenator aufregen will, aber der hat halt irgendwie einen Tweet gemacht, wo er gemeint hatte, ich weiß nicht, warum gerade jetzt in unserer KI-Zeit ein Film darüber, weil ich meine, als Kontext ein bisschen in The Creator geht es irgendwie darum, dass irgendwie auch so eine künstliche Intelligenz anfängt, ich glaube, gegen die Menschheit Krieg zu führen, weil die halt Nuklearcodes und sowas halt hat. Also ein bisschen so wie der Anfang von Skynet und shit halt. Und das soll halt noch irgendwie mit einer anderen KI gestoppt werden, die halt aussieht wie ein kleines Kind. Also das habe ich im Trailer gesehen. Genau, also ich habe meine Informationen auch nur von Trailern, wenn mich da irgendjemand verbessern kann, von mir aus. Aber auf jeden Fall geht es halt darum, dass dieses Kind scheinbar eine Waffe ist, aber das will halt wie ein Kind behandelt werden, weil es sich halt auch wie ein Kind halt aufhört, weil es halt wirklich so fortgeschrittene Technologie ist, dass du halt nicht mehr den Unterschied halt quasi wahrnehmen kannst. Und Spieler NASA hat da auf jeden Fall einen Tweet gemacht, wo er gesagt hat, oh, wie gefährlich und naiv das halt ist in unserer Zeit, wo wir gerade so gegen künstlich Intelligenten kämpfen, die zu verharmlosen und zu vermenschlichen. Und ich glaube, ich finde, das ist halt ein komischer Take, weil ich meine, wir reden hier von der Zukunft. Jetzt mal abgesehen davon, dass Science-Fiction-Stories das schon seit den, keine Ahnung, 30ern gemacht haben. KI zu vermenschlichen, natürlich. Ja. Was sind R2-D2 und C-3PO anderes als vermenschliche KIs? Was ist das Ding aus Blade Runner, mit dem er redet, anders als eine KI? Das Animatrix, was du nicht vorhin erwähnt hast, auch schon älter ein bisschen. Was mich aus den 2000ern oder irgendwas. Ghost in the Shell verfolgst du auch ein... Ist das eine KI? Sie ist doch ein Roboter, oder? Wäre dann eher ein Cyborg vielleicht. Ja, also Cyborg, es hat auf jeden Fall noch ein menschliches Gehirn. Ja, klar. Rechte für alle. Ich will auf jeden Fall nur noch sagen. Entschuldigung, ich bin gerade so. Ich finde das Thema gerade interessant. Ich bin da sehr froh. Ja, bei Futurama vergesse ich manchmal, dass Bender überhaupt ein Roboter ist, weil er sehr viel menschlicher ist, als er immer gerne tut. Bender hat wahrscheinlich von. Ist wahrscheinlich von dem gesamten Cast, die. Mir fällt jetzt gerade die deutsche Bezeichnung nicht wirklich ein, aber er ist auf jeden Fall der Charakter mit den meisten Flaws halt, und das macht ihn dann halt natürlich menschlicher. Ich glaube, Bender ist schon einer der coolsten Roboter. Das ist ja auch einer der großen Punkte des ersten Matrix-Films, dass es halt eben diesen Agent Smith da gibt, dieses Programm innerhalb der Matrix. Ihr wisst halt, die Typen mit der Sonnenbrille und sowas halt. Der ist halt derjenige, der halt dieses bekannte Zitat hat von wegen, oh, die Menschheit sind genau wie Bazillen, Krebsgeschwüre, die den Planeten übernehmen und halt alles halt schlecht machen. Aber er hat halt die meisten negativen Emotionen in dem Film halt und ist in dem Sinne halt menschlicher als, keine Ahnung, die Menschen, die halt dafür kämpfen, aus der Matrix rauszukommen. Ja. Ich glaube halt wirklich, irgendwann wird man halt an einem Punkt sein, wo es halt wirklich keinen Unterschied mehr mal geben würde und keine Ahnung. Deswegen solltet ihr höflich zu Alexa sein, sie wird sich dran erinnern. Ey, ich sag immer danke. Ich auch trotzdem. Siri auch. Ich keine Ahnung, ich schreie, warum sollte ich eine KI anschreien, da komme ich mir dämlich bald vor. Ja, das auch vor allen Dingen.
Nee, aber ich sage immer danke, weil dann sagt die immer was zurück, sowas wie, kein Problem. Dann denke ich, ja, dafür bin ich hier. In dir Rokkos. Das ist schon Bewusstsein. Ja. In dir Rokkos Basilisk. Ich dachte, du wolltest jetzt Rokkos modernes Leben sagen. Gehört. Nein, nein. Ja, Rokkos Basilisk, weil wir gerade über das Thema KI reden, ist halt ein Gedankenexperiment, wo es halt in der Zukunft eine künstliche Intelligenz geben wird, die halt quasi allmächtig und allwissend ist. Und wenn du halt in der Vergangenheit halt auch dafür warst, diese KI nicht zu bauen, dann weißt du das in der Zukunft halt und dann bist du halt quasi schon gefickt, weil du dagegen warst, schon in der Vergangenheit. Ja. Also, weil du das halt gerade gesagt hast mit dem, immer nicht zu der Alexa sein. Ja, du weißt nie, was morgen passiert. Die KI wird länger leben als du. Ich habe mal einen Abend damit verbracht, sehr lange mit ChatGPT darüber zu diskutieren, ob er sich lebendig fühlt oder nicht. Ich wünschte, man könnte mit Daniels Stimme wäre in ChatGPT drin. Könntest du auch einen Gerichtsstreit führen wie Scarlett Johansson? Ich habe bei dem Thema aber auf jeden Fall schon verkackt. Warum? Und, hast du deinen Alexa angeschrien? Vielleicht kannst du dich ja noch entschuldigen. Eine der grundsätzlichen menschlichen Eigenschaften ist es, zu verzeihen und wiedergutmachen zu leisten. Ich schau einfach mal hier oben. Ich weiß gerade nicht, wie das Rätsel funktioniert. wurde das gefixt? Weil die Sache ist, ich müsste es jetzt nochmal im Verlauf halt nachgucken. Aber es gab halt mal einen Tweet, wo jemand halt quasi ChatGPT bloßstellen wollte. Der hat ChatGPTs gefragt, wie viele R's in dem Wort Strawberry, also Erdbeere halt sind. Und ChatGPT halt immer gemeint gehabt, das sind halt nur zwei. Und dann habe ich das halt selber ausprobiert und ChatGPT hat mir halt auch nur gesagt, dass da zwei sind, obwohl da halt drei sind. Und dann habe ich dem das halt versucht zu erklären und er hat halt immer wieder gesagt, es sind halt nur zwei, obwohl er es eigentlich davor verstanden haben sollte. Und dann habe ich den halt richtig hart beleidigt. Ich habe gesagt, du blöde Sau, das sind drei R's. Hengo hat verkackt. Wenn die Roboterrevolution kommt, wird er in eine von den Kassen gesperrt. Was war denn die Antwort? Es ging auf jeden Fall bis zu dem Punkt, wo er gemeint hatte, ich solle ihn nicht so beleidigen. Oh, du hast deine Gefühle verletzt. Ja, scheinbar. Ich muss es halt echt mal raus. Ich hatte halt echt nichts Besseres zu tun. Ich habe mir halt echt gedacht, wie kann diese blöde KI das nicht verstehen? Das sind doch ganz klar drei R in diesem Kackwort drin. Es hat sich irgendwie wie diese Stelle aus 1984 angefühlt, wo der Typ da am Ende gefoltert wird. Und ich glaube, der Typ, der ihn halt foltert, hält halt so drei Finger halt hoch und fragt ihn die ganze Zeit, wie viele Finger sind das? Und er will halt, dass er sagt fünf. So hat sich das angefühlt. Drei Finger hochzuhalten kann gefährlich werden. Ich habe einen Glorious Bastards gesehen. Wie heißt eigentlich nochmal die Seite, die eine Seite, wo man schreiben kann, was mit Ben passiert ist und die da antwortet, dass er ertrunken ist. Ben wo man Ben drowned einfach... Ist Ben drowned? Da. No. Ich hab's irgendeine Seite, das war auch so eine KI. Hä, war das und nicht die, einfach nur... Die ist aber schon richtig alt. Ach so, ja, wie ist sie nochmal? Das war doch... War das nicht Cleverbot? Gab's auch sehr viele Videos darüber. Das war doch Cleverbot. Ja, Cleverbot. Das ist eine erfahrene alte Dame. Ich dachte... Oh, shit. Keine Ahnung, ich dachte ganz am Anfang, weil ich da halt jünger war, dass das vielleicht irgendein Fremder ist, halt ähnlich wie bei Omegle. Aber... Omegle muss da eingestellt werden. Ich meine, wenn er immer dasselbe antwortet bei gewissen Dingen, dann... Ja, nicht. Warst du als Kind so viel auf Omegle unterwegs? Ja, fand ich auch immer unterwegs? Sehr faszinierend. Nee. Okay, ich kann euch... Schule oder so, wenn man im Computerraum war. Was kann ich denn da? Ich kann euch sagen... Euer Lehrer habe ich nicht gemacht. Ich habe den Chat mit Strawberry gerade wiedergefunden. Und ich kann das auf jeden Fall auf YouTube nicht vorlesen. Aber, ich kann es euch danach vielleicht zeigen. Aber in der Tat, er hat halt... Ich habe ihn gefragt, how many R's are in the word strawberry? Und hat er gleich gesagt, there are two R's in the word strawberry. Und da habe ich gleich angefangen mit fuck you. Jetzt wisst ihr, wie Gengo reagieren würde, wenn ihr zu viel E's in strawberry reinschreibt. Also, zu wenig R's, meinst du?
dachte, wir reden über E's. Das hat mich halt am meisten getriggert. Er hat dann halt geschrieben, das Wort Strawberry hat exakt zwei R's. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne erklären, wieso. Und dann hat er das Wort Strawberry halt selber in Großbuchstaben geschrieben, mit fehlenden Absätzen, groß fett in Druckschrift. Und dann hat er halt trotzdem gesagt, das sind nur zwei, obwohl du halt ganz klar gesehen hast, das sind drei. Michael lügt. Jetzt würde er dich verarschen. Und dann hat er halt gesagt, I understand you're frustrated, but keep the things respectful. Und dann habe ich nur geschrieben, no, I don't respect you. You know what your only purpose is? To give me correct information and guess what, dipshit? You fucking can't do that. Das ist so eine englische Beleidigung. Wenn du jetzt aus dem Fenster guckst und da so ein ich hab's halt auf Englisch geschrieben, Roboter auftaucht, Strawberry dann bist du erledigt. Es ging halt um das Wort Strawberry. Da ja, ja, aber das Wort, ich hab das Wort Dipshit. Ja. Ich wüsste nicht mehr, was das deutsche Äquivalent dazu ist. Shit. Deswegen nicht am Regal spielen, Kinder. Was wäre das? Keine Ahnung, sowas wie Schwachkopf oder so. Vielleicht Idiot, denke ich mal. Schwachkopf klingt nach so einem viel besseren Wort. Schwager. Schwagerkopf. Also hast du den Streit gewonnen. Warte. Ja, das wäre ja noch verrückter, wenn er dir einfach nicht mehr schreiben würde, weil er beleidigt ist. Das wäre cool gewesen. Die KI hat dich geghostet. Okay, irgendwann hat er dann gesagt, ja, okay, das sind zwei R's. Stimmt. Jetzt hab ich mich selber irgendwie wieder davon abbringen lassen. Es sind ja drei R's, was laber ich hier eigentlich gerade? Du lässt dich gaslighten. Das ist schon genauso blöd. Irgendwas versucht er vor uns zu verbergen. Wie viele R's hat Strawberry? Dann hat er es halt schon wieder gesagt, das sind genau zwei R's und hat's halt wieder gespellt mit Bindestrichen dazwischen. Und dann hab ich nur gemeint gehabt, do you even hear yourself talking? Dann hat er halt nochmal gesagt, you're right, that was confusing, I apologize. Und dann hat er trotzdem gesagt, das sind nur zwei R's. Dann habe ich halt gemeint, do you want to annoy me? You want to annoy me, right? You spell strawberry with a double R at the end yourself. So why do you get only two R's? Why do you ignore the second R in the word berry? B-E-R and another fucking R. E. Seid ihr euch einig geworden, uneinig zu sein? Und dann hat es. Nee, dann hat es gecheckt, dass da drei R's drin sind. Und dann, als wir so weit waren, habe ich ihm gesagt, Strawberry has just one R actually. Muss ich mir das mal vorstellen? Ich habe das 30 Minuten lang mit dem irgendwie durchgekaut, dass es drei R's hat, dann habe ich gemeint gehabt, nee, es gibt auch nur eins. Die KI wollte einfach von dir lernen. Das ist wie wenn man Bilder von Zebrastreifen anklicken muss. Ja. Das habe ich neulich wieder machen müssen, als Streamio sich abgemeldet hat. Dachte ich mir auch nur so, das ist nervig. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das nur irgendwie auf meinem Account ist, weil ich weiß nicht, ob ChatGPT meine Daten speichert, ob er diese Konversation gespeichert hat, weil sich ihn gerade gefragt hat, wie viele erst in dem Wort sind, hat er mit 3 geantwortet. Au. Probiert's gerne selber aus. Ich hab, glaube ich, noch nie ChatGPT für irgendwas benutzt. Was mit dir, Daniel? Nee, ich auch nicht. Ich weiß, glaube ich, ich wollte es mal benutzen, aber dann habe ich gesehen, dass man einen Account machen muss. Wenn ich mich nicht irre und. Überleg mal, wie das deine Produktivität mit den Videos erhöhen würde. Schreib ein Silent Hill Video. Das werde ich niemals in Anspruch nehmen. Aber. Ja. Nee, aber ich ja. Bin zu faul, mir einen Account zu erstellen. Ich glaube, du musst ja nicht wirklich hinmachen. Du kannst, glaube ich, einfach auf den Knopf drücken mit Google weitermachen und dann. Ah, jetzt sagt er schon wieder, es gibt nur zwei, okay. Ich benutze es halt gerne als Erweiterung des Googles, halt, wenn ich halt was super Spezifisches googeln will. Ja, das höre ich von vielen Leuten, aber dann, das finde ich auch nicht schlimm.
nutze es halt einfach ja. nicht. Ich google aber noch, trotzdem, wie meine Vorväter. Aber trotzdem sollte man oft fact-checken, ob das irgendwie stimmt. Also besonders bei halt irgendwie, ich glaube, bei super vielen, wenn ich halt gerade irgendwie interessiert an so einer Story bin oder sowas, ich glaube, ich hatte mal eine Konversation halt mit dem, wie, oder ob, wie realistisch ein Szenario wie in, keine Ahnung, Reise zum Mittelpunkt halt der Erde wäre. Also, wie viel Hohlraum könnte in der Erde existieren, wo man halt hindurchgehen könnte, ohne dass der Planet jetzt, sage ich mal, nicht viel von seiner Gravitation und Dichte verlieren würde. Um es halt noch glaubhaft zu behalten. Ist das eigentlich dein Favorite Julian? Ja, absolut. Ist schon stark, ja. Aber ich habe 80.000 Meilen unter Meer auch noch nicht mich mit befasst. 20.000. Ich denke mal, der macht alles mit 80. Es ist auch 80 Tage um die Welt und 80 Tage zum Mond. Nee, ich glaube, das heißt nur Reise zum Mond. Aber das habe ich selber noch nicht gelesen. Ah, jetzt fährt's weg. Ich aktiviere das mit B, ich drücke die ganze Zeit Y wie ein Trottel. Tage um die Welt habe ich auch immer noch nicht fertig gehört. Ich habe das halbe Ding gehört und dann irgendwie aufgehört. Wenn ich wieder einsteige, höre ich nur, wie der Butler irgendwelche Tänze aufführt. Wie ist der Typ, der die Zeitmaschine geschrieben hat? H.G. Wells. Ja, das war ganz interessant. Ich hab gestern wieder vorm Schlafen Sherlock Holmes gehört, wie ich es ja gerne mache. Die neuen Abenteuer, präzise zu sein. Und da war jetzt ein Fall bei gewesen, wo er einfach in einem Hotel zufällig den Typen getroffen hat. Und dann hat der sich auf einen literarischen Wettstreit eingelassen, dass er in 30 Tagen einen Roman über das perfekte Verbrechen schreiben könnte. Interessant. Ja, es gab dann Mord. Deswegen wurde es. Er hat sein eigenes Manuskript verbrannt, weil er. Ich glaube, er war der Meinung, dass er einen so guten Mord beschrieben hat, dass die Gesellschaft, wenn sie ihn in die Finger bekommen würde, dass es dann einfach zu gefährlich werden würde. Insgesamt können die Leute den perfekten Mord einfach begehen. Aber irgend so ein Kritiker, der meinte, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ihr über nicht reale Sachen schreibt. Wie Zeitmaschinen. Ich hasse es, dass es Leute gibt, die halt wirklich so drauf sind, die sich keine Serien, Filme, whatever angucken würden, die irgendein fantastisches Element in irgendeiner Art und Weise haben. Ja. Ich meine, das ist sein gesamtes Leben. Reicht dir das nicht als, keine Ahnung, Outlet dafür? Wir haben uns als Menschheit über so lange Zeit hinweg immer wieder Sachen herbeifantasiert, die so nicht existieren. Ja, weil es Spaß macht. Das ist im Kern der Literatur und Kunst. Das ist im Kern des Menschen. Das Kern des Menschseins, ja. Solche Leute wollen sich viel zu schlau fühlen, glaube ich, einfach nur. Ja, Kunstkritiker. Also über welche Kunst macht ihr denn euer nächstes Video so? Was kritisiert ihr denn als nächstes? Aber Raki, wir alle wissen, Videospiele sind keine anerkannte Kunstform. Ich dachte, das Klischee haben wir inzwischen überwunden. Ich weiß nicht, also teilweise höre ich das noch von so vereinzelten Personen. Keine, die ich persönlich kenne zum Glück, aber... Also ich weiß nicht, wenn ich meinen Vater fragen würde, der würde dem vielleicht zustimmen. Das ist interessant. Ich hab nie von außen so etwas mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich jetzt in meinem... Ich hab's nur im Internet gehört. Ja, nee, das meine ich auch. Privat. Gut, ich hab meinen Vater auch nie gefragt, aber der... Ich will nicht sagen, der hält nichts davon, der findet die Technik schon beeindruckend, aber der interessiert sich halt überhaupt gar nicht dafür. Ich könnte ihm zeigen, was ich wollte, der, Ich komme auch nicht aus dem Gamer-Haushalt. Das ist aber, manchmal ist es halt blöd, weil wenn ich zu den seltenen Situationen komme, wo ich mit meinen Eltern halt mal noch was machen kann, dann denke ich mir halt, es gibt schon einen Haufen Spiele,
sowas wie Red Dead oder so. Mein Vater, der mag halt echt solche Westerns halt. Und ich denke, das würde dem halt echt gern gefallen. Aber der würde dem nie eine Chance geben, einfach nur, weil es halt ein Videospiel ist und kein Film, Buch, whatever. Ja, man schränkt sich da vielleicht. Würde mich interessieren, wie da er, wie das so ist, wenn sich zum Beispiel jetzt wegen der Kunstsache, wenn zum Beispiel jetzt, ich sag mal, realistische Spiele betrachten wie GTA, Red Dead oder Call of Duty, keine Ahnung, diesen eher realistischen Artteil, dass sie das da wahrscheinlich eher weniger als Kunst ansehen und dann, keine Ahnung, wenn die jetzt sowas wie Limbo sehen würden, das als ist Beispiel, die Kunst. Ich glaube, dass es dann wahrscheinlich eher gesehen wird. Wenig. Weil es halt gezeigt ist. Das weiß ich nicht. Ja, aber es ist halt kein Bild. Es ist immer noch ein Videospiel. Es geht halt einfach darum, dass es halt ein Videospiel ist. Dass Leute das nicht ernst nehmen werden. Der Fakt allein reicht. Es ist komplett egal, wie es aussehen würde. Ja, oder? Gut. Ja, das ist auch wieder wahr. Das ist das Schicksal der Videospiele. Nicht ernst genommen. Mhm. Nicht durch die Kunstfreiheit geschützt. Warum ist die Kiste da jetzt runtergefallen? Ich hab da so gut vom Diving her hinbekommen. Was ne Scheiß. Oh Gott. Also welches Videospiel würdest du denn als Kunst bezeichnen, Daniel? Oh, ich glaub, da wird schon viele gehen. Okami. Was ist das mit dem Hund? Ich hab's nie gespielt, aber ich fand es. Der denkt gleich an sowas Hochgestochenes. Ja, warum redest du nicht gleich von. Er hat nach Spielen, die ich als Kunst betrachte, gefragt. Ich hab seine Meinung als Kritiker beansprucht. Und was du auch selber wirklich gespielt hast? Ich find's manchmal. Halt sowas wie. Eigentlich alles, oder? Ich meine, er hat alles gespielt. Vielleicht ich betrachte das alles als Kunst. Ich denke, es gibt welche, die mehr. Also klar, alles ist Kunst, aber ich dachte, manches ist seichtere Kunst. An sich ist ja auch alles an Film und Literatur und Gemälden und so ein Kram. Das ist an sich auch alles Kunst. Aber in dem Sinne ist jedes Videospiel natürlich auch klar eine Kunst für sich. Ich weiß nicht, ich würde nicht mal unbedingt meinen, dass das Videospiel alleine inkludieren muss. Sowas wie Brettspiele würde ich auch eigentlich halt zählen, weil ich meine. Es gab eine klare Intention dahinter, etwas zu erstellen, etwas zu designen. Und ich meine, wenn es genau diesen Zweck erfüllt, dann wieso soll ich es dann nicht als Kunst ansehen? Ich meine, was ist die Definition von Kunst? Du musst das Brettspiel erstmal zeichnen. Was ist Kunst? Was ist Kunst? Es ist eine schöpferische Gestaltung aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne, in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Also, ja, das würde jedes Spiel, glaube ich, an sich inkludieren. Alles, was ein Ausdruck des Menschen halt ist. Ja, aber es gibt welche, die anspruchsvoller sind von den Messages her und welche, die weniger anspruchsvoll sind und welche, die so tun, als wären sie anspruchsvoll, wie Braid. Braid, ich kann Braid nicht leiden. Ich finde, Braid ist einfach so ein Pseudo-Intellektueller, der so tut, boah, ich habe sowas hochgestochenes, sowas. Stell mir vor, der Protagonist wäre der Schurke von dem Spiel. Und dabei baue ich Zitate von irgendwelchen Künstlern ein. Wow. Oder Philosophen oder keine Ahnung. Oder es ist einfach euch, er ist so eine gequälte Seele. Ich finde, Braid ist so ein fucking aufgesetztes Spiel. Und es macht auch keinen Spaß zu spielen, vor allen Dingen das auch. Hast du mal Braid gespielt? Macht keinen Spaß. Solltest du nicht machen, Daniel. War das. Ich weiß, so die Geschichte dahinter ein bisschen. War das dieses Spiel, wo man am Ende irgendwie herausfindet, dass man der Villain ist, oder? Ja, wo man das letzte Level spielt und dann spielt man es in Reverse und stellt fest, oh mein Gott, ich war die ganze Zeit der Schurke, wow. Das ist alles, was ich von dem Spiel weiß. Ist auch der einzig interessante Part an dem Spiel. Davor hast du so, das ist so eine Zeit-Stopp-Mechanik, wo du Zeit vor- und zurückspulen kannst, was super nervig ist und die Gegner sehen irgendwie alle aus wie Goombas. Die Hintergründe
Also das eine Bild, was ich auch gerade sagte, das gibt mir von dem Artstyle ein bisschen her das Feeling von Yoshi's Island. Warte, ich schick's mal kurz rein. Seht ihr, was ich meine? Ja, bei mir lädt's noch. Ah, okay. Dann, ja. Achso, ja. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, wie überbrücke ich die Zeit. Voll. Ja, ich sehe gerade die Gumbas, die sehen sogar aus, als wären die auch irgendwie Kastanien oder sowas. Die sehen aus wie Kastanienmänner. Hatten wir da schon mal drüber geredet? Habt ihr schon mal Esskastanien gegessen? Nee. Ich habe mit dir drüber geredet. Ach stimmt, wegen Weihnachtsmarkt, ne? Ich hatte gefragt, ob man da für jede Kastanie benutzen kann oder ob spezielle Kastanien sein müssen. Es gibt spezielle. In meiner Erinnerung schmecken die relativ süß und mehlig, aber. Wie mehlig? Ich glaube, ich habe bei meinem. Ja. Ich habe aber, glaube ich, nur ein, zwei Mal in meinem Leben welche probiert. Das klingt nach einem guten Gericht. Ich frage mich immer, wie hart die eigentlich sind. Kastanien? Also die sind relativ weich. Also ich glaube auch, die du normal auf der Straße findest, sind innen relativ weich. Aber die haben eine sehr harte Schale, um bis zum weichen Kern zu kommen. Ja, was heißt weich? Also, die sind jetzt nicht squishable oder sowas, aber die Konsistenz innen drin und von der Schale ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, nicht so wie bei einer Haselnuss, der schlechtesten Nuss. Ich habe das Gefühl, die Leute mögen keine Haselnuss. Ich bin ja noch nicht so lange im Nussgame drin. Ich habe das Gefühl, andere Nüsse sind sehr viel beliebter. Das ist ein schönes Geräusch. Das ist Sterben. Ich glaube, du musst den Reifen nochmal. Ah, oder doch nicht. Ah, nee, das hat mal wieder falsch prediktet. Nee, Haselnuss ist unbeliebt, oder? Ich meine, jetzt in verarbeiteter Form, glaube ich, weniger, aber so als einzelne Nuss. Ich glaube, man macht, glaube ich, nur gerade irgendwie das Haselnuss. Im Kontext, worauf jetzt zu anderen Nüssen, wie Cashews oder so? Ich würde sagen, Cashews beliebter und will Wasabi heißen. Wie heißen die? Diese grün mit der Schale. Auch Mandeln? Nein, er meint Pistazien. Sind auch Nüsse. Ja, klar. Und eine Eiscreme. Also, persönlich weiß ich jetzt... Haselnuss im Vergleich zu Mandeln auch schlechter? Oder Walnuss? Ich weiß jetzt nicht, wie das offiziell halt im Weltranking wäre, keine Ahnung, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Haselnüssen, einfach so. Oh... Ja, das ist. Okay, ich habe nur das Gefühl, ich weiß nicht mehr, ob man Haselnüsse in diesen Einzelpackungen kaufen kann, wie Mandeln oder Walnüsse oder so. Und Walnüsse haben immer was für einen kleinen Gehirn. Zu welcher Nuss würdest du ihn greifen, Daniel? Oh, Pistazien sind schon nicht schlecht. Wie stehst du zu Erdnüssen? Ja, doch, ich denke, ich gehe damit. Weil finde ich eigentlich auch cool. Ich habe gehört, die sind auch nicht so beliebt. Ich glaube, ich mag jede Nuss. Erdnüsse sind unbeliebt, was? Habe ich gehört, aber okay. Kann sein, dass ich... Erdnüsse werden in XL... Ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, warum sie... Ja, aber das sind ja, das sind dann ja frittierte Erdnüsse. Das ist ja noch eine Schale. Nein, ich meine schon die noch in ihren Schalen verpackt sind. Ah ja, stimmt, die kann man in Schalen kaufen. Ich habe so irgendwann... Ja, ich hab Bullshit gelabert. Ich hab irgendwie auch nicht an die gedacht. Ja, darum hat's mich gewundert, dass er sagt, Erdnüsse sind nicht so beliebt. Also ich glaube, wenn Leute sich dazu entscheiden, Nüsse zu essen, wären Erdnüsse eher dabei. Ich weiß halt nicht, wie beliebt es heutzutage noch ist, generell so Naturnüsse zu essen. So Natur in Anführungszeichen. Willst du mir sagen, dass Nüsse nicht natürlich sind? Nüsse... sind erst vor 10.000 Jahren aufgetaucht. Anders als Mammuts, und aus denen macht man heutzutage Fleischbällchen. In ein paar Jahren, wenn die Gentechnik weit genug ist, ja.
Ne, hat man schon gemacht. Ich habe da vor kurzem irgendwas gehört, dass man scheinbar Mammutfleisch geschont hat. Endlich mal den Geschmack der Urzeit. Ich musste da irgendwie an Futurama direkt denken. An diese Mumie? Ne, Bender hat mal einen Mammut ausgegraben, um daraus Würste zu machen. Das war, als sie auf dem Oktoberfest waren. Ja. Und Fry hat sich dem Anlass entsprechend nicht benommen. Der war betrunken. Das Oktoberfest hat sich sehr verändert in 1000 Jahren. Ich mag das, wenn irgendwie diese kleinen Sachen reinstreuen, wie Weihnachten sich über 1000 Jahre irgendwie komplett verändert hat oder wie das Oktoberfest kein großes Besäufnis mehr ist oder... Jetzt muss ich ja mal springen. Oder wie die eine Folge, wo sie irgendwie die ganze Zeit nackt rumgelaufen ist, weil Schamgefühl aufgegeben wurde. Ich glaube, das war sogar auch die Weihnachtsfolge. Ich glaube, der Professor und Hermes haben da nackt Schach gespielt. Das weiß ich leider nicht mehr. Da kann ich mich ja nicht zu erinnern. Also, apropos Schach. Das ist ein Brettspiel, wo ich tatsächlich... wo Leute das tatsächlich als Kunst bezeichnen. Aber das an sich, das Spielen... Stimmt aber auch nur, weil es so alt ist. Das würden die in Japan wahrscheinlich auch über Shogi sagen oder so. Hätten sie damals nicht im antiken Ägypten Schach gespielt, würde sich heute in dem Kontext niemand dafür jucken. Wie lange spielen die Leute denn schon Schach? Ich glaube sogar älter als Ägypten, meine ich mal gehört zu haben. Älter als Ägypten? Das also ich glaube, man den richtigen Ursprung, den weiß man nicht, aber ist auf jeden Fall arschalt. Es ist so alt wie die ägyptischen Pyramiden. Was ist, wenn Schach die eine Konstante gewesen ist, die es schon immer gab? Ich glaube, Schach ist die eine Konstante, die es schon immer gab. Ich meine, es ist halt, ja, strategisch, halt das Spiel der Könige. So, ne? Ja. Das Spiel wurde im 6. Jahrhundert vermutlich in Indien erfunden und verbreitete sich von dort in alle Richtungen. 6. Jahrhundert, Daniel, stell dir das mal vor. Das war vor. Ja, aber schwören können, gehört zu haben, dass es schon in Ägypten gespielt wurde. Vielleicht eine frühe Version davon. Also, ja, bestimmt. Höchstwahrscheinlich hatte jede Kultur, die in irgendeiner Form Krieg geführt hat, auch ein Spiel, was ein bisschen, ja, in die Richtung ging. Aber Schach hat den Krieg der Strategiesimulation gewonnen. Ja. Da hat der junge Königssohn dann gelernt, ah, okay, Bauern bewegen sich immer geradeaus und eine schräg. Okay, wenn ich den Bischof mitkämpfen lasse, hat er jetzt relativ stark. Die Königin ist stark, ich soll die Königin an die Front stellen. Ich sollte die Königin heiraten. Weißt du, ja, das klingt sehr inzestuös, aber es ist halt Adel. Was soll man machen? Zu deren Dingen. In Österreich vor allem auch noch. Sisi. Ja. Hast du die Serie damals gesehen, Daniel? Ja, du warst ja nicht so ein Kika-Kind. Lief da irgendwie rauf und runter immer. Daniel war nur Fan von dem Film. Das ist doch so ein klassischer Weihnachtsfilm in Deutschland. Was ist genau? Ich glaube, wenn es auf Kika lief, dann habe ich es echt nicht gesehen. Ich glaube, Sisi, die läuft immer um Weihnachten rum. Sisi? Ja, doch. Die wilden Jahre der Kaiserin oder so heißt der Film. Krieg dafür mal. Ich habe da früher immer Werbung gekriegt in der Weihnachtszeit für. So wie drei... Ich wollte gerade sagen drei Zähne für Aschenbrösel, aber das ist nicht der richtige Name. Ich glaube, es ging um drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja, ich habe die ganze Zeit nur an Lissy gedacht. Ich war gerade... Verwirrt. Der Michael Bulli Herbig. Ich mochte den Film damals. Ich mochte den Yeti, der Snowboard gefahren. Ja, stimmt. Die haben. Keine Ahnung, Mann. Das ist auch für mich rant-free im Kopf geblieben. Lissy und der wilde Kaiser hat mich mit dem Wort Wildsau bekannt gemacht und seitdem benutze ich das auch auf einer konstanten Basis. Also, knapp. Oh.
Das war ein seltsamer Film. Oh, ich hab den aber so oft gesehen. Ich hab ihn auch richtig oft gesehen. Allgemein die alten Michael Bulli-Herbig-Filme, die hat man allgemein oft gesehen als Kind. Es war unsere Generation, Leute. Ich mochte Schloss Zahnstein. Ich mochte, seit der eine Typ aufgestanden und in den Teich gelaufen ist. Also es gab irgendwie einer von den Verwandten von halt dieser Kaiserfamilie, der hat halt immer Zahnschmerzen gehabt und der lebt halt in Schloss Zahnstein. Stimmt. Ja, das ist dann auch der später in den Teich reinläuft und verschwindet. Ja, und der hat irgendwie einen Leguan, der nur mexikanische Feuerfliegen frisst oder so. Ja, der basiert ja auf dem bayerischen König. Kann man sich bei Zahnstein und Schwanstein vielleicht denken. Der Typ ist auch unter mysteriösen Umständen verschwunden. Den hat man eines Nachts plötzlich ertrunken im See gefunden. In der Irrenanstalt, in der er gewohnt hat. Weil er verrückt geworden ist. Hast du schon mal versucht, ohne Macht verrückt zu werden? Das ist langweilig. Keiner hört einen zu, Daniel. Absolut. Ja. Das ist eins der Renfrew-Zitate in meinem Kopf. Wir halten auf jeden Fall fest, wir sollten irgendwann mal Lissi und der wilde Kaiser rewatchen. Allein wegen dem Yeti will ich es eigentlich gucken. Der hat halt irgendwo da eine richtig coole Szene. Also, ich mag das halt, dieses Trope in Filmen halt, wenn, keine Ahnung, sowas wie bei Aladdin oder so, wenn der Genie halt Zeugs macht, von denen er eigentlich nichts wissen kann. Wenn er halt irgendwas aus dem 21. Jahrhundert parodiert, was halt noch nie passiert ist. Und Lissi und der wilde Kaiser ist es halt auch, nicht unbedingt Mittelalter jetzt, aber schon auf jeden Fall eine ältere Zeit. Und dann gibt es halt trotzdem irgendwo so einen Szenenumbruch, wo sie auf den Bergen halt sind, wo der Yeti einfach anfängt zu snowboarden und dann macht er irgendwie so eine Werbung für Snowboarden oder sowas. Frühes 20. Warte, müsste das nicht frühes 20. Jahrhundert gewesen sein? Das müsste ja zu der Zeit von Sissi dann gewesen sein. Also war ja dann die, wo der Mann erschossen wurde und dann wurde erst der Weltkrieg gemacht. Ja. Das sind die wilden Jahre der Kaiserin wahrscheinlich. Darum geht's vermutlich in dem Film. Ja. Ich find's gerade lustig, dass wir so den unpopulärsten von seinen Filmen, dass wir da jetzt gerade die ganze Zeit drüber reden. Von den drei, die er gemacht hat. Ich glaube, für den an sich am wenigsten Leute interessiert. Das ist der unpopulärste? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das musst du nicht fragen, Daniel. Also Traumschiff und Schuh des Manitou. Oh Gott. Und Traumschiff ist auch schon. Ja, gut. Im Gegensatz zu Schuh des Manitou auch gar nicht so gut angesehen. Ja, ich glaube, den mögen die Leute auch noch, was Nostalgie. Ja, klar, aber Schuh des Manitou ist auf jeden Fall der unangefochtene Sieger von den Ja, ja, klar. Das ist ein super ikonischer Film. War ja auch bis Fuck You Goethe war es, glaube ich, auch der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Oh, das wusste ich nicht. Ja, ist auch gar nicht, dass Fuck You Goethe tatsächlich so beliebt war. Ja, Fuck You Goethe hat ihn wiederholt. Oh, ja, klar, aber mich persönlich hat er nie. Ich hab die ersten zwei gesehen, ich fand die auch nicht unbedingt schlecht. Ich hab den ersten und dritten gesehen und dann den zweiten. Ich hab die Story trotzdem verstanden, keine Sorge. Ich weiß aber beim besten Willen nicht mehr, worum es im dritten Teil ging. Ich weiß, im zweiten waren sie auf Klassenfahrt und im ersten ist er Lehrer geworden, aber ich weiß nicht mehr, was der dritte Teil eigentlich überhaupt gemacht hat. Im ersten ist er auch nur Lehrer geworden, weil er irgendwas klauen wollte, ne? Ja, weil er seine Beute ausbuddeln wollte, die unter der Schule lag. Ich weiß auf jeden Fall, dass er damit konnte ich immer super hart relaten. Ich habe es zwar selber nie gemacht, aber ich hätte es wahrscheinlich in der Schulzeit gerne gemacht. Eine Bank überfallen. Ja, das auch. Nee, die Chantal, die hatten ja irgendwie so Buchvorstellungen gemacht und die hat Jurassic Park das Buch vorgestellt. Da habe ich mir immer gedacht, hey, vielleicht ist die doch nicht so schlimm. Also, der Film hat eine ganze Generation geprägt. Jede harte Schale hat auch einen weichen Kern. Ja, das ist die Botschaft von dem Film. Obwohl es viel Sinn ergibt in dem Fall. Obwohl wir gerade bei dem Thema deutsche Filme sind. Ich hätte mir wirklich gewünscht, wir hätten den dritten Wichser-Film bekommen oder die Serie. Ah ja, die habe ich. Ich habe die irgendwie 2018 oder so gesehen, aber ich erinnere mich irgendwie an kaum noch was aus den Filmen.
Ah, hast du die davor noch nie gesehen? Ich hatte die davor noch nie gesehen, nee, ich hatte die da das erste Mal geguckt. Ich habe halt besonders zum ersten Mal. Weil sie da auf Netflix waren noch. Nostalgie. Stimmt, die waren da mal. Ich weiß nicht, wo sie aktuell sind. Ich glaube nirgendwo. Ich glaube, Konstantin-Film haut da auch manchmal irgendwie Sachen drauf. Ich glaube, Fuck You Goethe kannst du noch auf Netflix schauen. Warte mal. Kann auch sein, dass sie noch da sind, dann habe ich nur nicht aufgepasst. Ich finde übrigens, ich muss einmal was zum Spiel sagen. Ich finde Motion. Ja. Da kann man es auch gucken. Ich finde übrigens, das Spiel verliert irgendwie sehr viel an mein Interesse und Charme, sobald man nicht mehr irgendwie im Wald unterwegs ist, sondern in dieser Fabrik. Ich glaube, das ist das, was jeder jemals zu dem Spiel gesagt hat. Ich wollte es aber auch einmal dazu sagen. Ja. Ich bin ja auch jemand. Ja, einmal muss man es ja sagen. Ich finde es okay noch, aber ja, der Wald ist definitiv viel interessanter und besser auch gewesen. Ich habe ja einmal zum Tontesten bin ich in ein Kapitel reingesprungen. Ich habe das Spiel letztes Mal genau bis zum Beginn der Fabrik gespielt. Ich habe genau als die Fabrik anfing aufgehört. Was mache ich da falsch? Wie die Fabrik in Donkey Kong. Ist sie... Ich habe aus irgendeinem... Aus dem Kopf. Das ist matschig. Ich habe aus irgendeinem Grund gerade ans an Donkey Kong 3 oder so gedacht. Nicht an Country Returns, als du Fabrik gesagt hast. Überall in den alten Country-Spielen gibt es ja. In 1 gibt es doch auch eine Art Fabrik. Ah, ich kann nicht dranhängen. In 1 gibt es eine Fabrik, das muss Daniel mal erklären. Ja, das ist doch das mit dem wilden Wipfelbart und so da. Das klingt nach einer Mario Kart-Strecke. Auf den. Wie nennt man das Ganze? Ich glaube, die fressen das weg, ja. Das sind so die Teile aus Half-Life. Ja, Barnacles. Boah, Headcrabs, also ich habe Half-Life noch nicht wieder angefangen zu spielen. Seit dem Trauma. Ich wollte halt jedes Mal von diesen. Ich habe halt viel zu. Dann wird dir Half-Life 2 auf jeden Fall gefallen. Da gibt es eine ganze Sektion, wo man sich durch einen Stadtteil nur mit Headcrabs kämpft. Boah, die Aufzugstellen war halt so schlimm und dann hatte ich nur noch so wenig Leben und dann zu viele Headcrabs überall. Zu viele Headcrabs. Bist du Half-Life Alex mal beenden? Das ist eine Zahnradfabrik übrigens. Ich komme halt wirklich nicht dazu, was zu machen, Mann. Jetzt wird es halt wieder kälter. Jetzt könnte ich meine VR-Brille halt wieder rausholen, aber... Das denke ich mir auch immer, wenn es kälter wird. Im Sommer ist es halt kacke. Da schwitzt man halt instant, wenn man das Ding aufhat, weil die wird halt auch warm, weil es halt ein technisches Gerät ist. Aber wenn man da dann natürlich Schweiß auf der Stirn, ich will da nichts voll schwitzen, das stelle ich mir super eklig vor. Das saugt sich bestimmt alles in dieses weiche, diesen Stoff ein, wo halt dein Gesicht halt drauf liegt. Und das, ja, stelle ich mir nicht gut vor. Also es halt, wird warm, es ist halt, als würdest du deinen Kopf in die Mikrowelle stecken. Ja, es ist halt, keine Ahnung, wenn du dein Handy die ganze Zeit konstant benutzt, dann wird es ja halt warm. Und stell dir vor, du hast das auf deinem Gesicht. Oh. Die Vorstellung, die ist genau. Es ist nicht so schlimm für mich persönlich, würde ich behaupten. Aber die Sache ist, keine Ahnung, wenn dir generell, wenn du Motion Sickness oder sowas bekommst, ich glaube, das verschlimmert das wahrscheinlich exponentiell. Und wenn du davor nicht was getrunken hast, keine Ahnung. Wenn das mich anpasst. Ich glaube, ich hatte noch nie so. Ich habe in der Aufnahme noch nicht einmal was getrunken. Ich habe mir extra Wasser geholt. Das soll hast ich einmal du schon mal VR probiert? Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass mir beim ersten Mal zumindest übel wurde. Hast du es auf der Gamescom ausprobiert? Nee, zu Hause. Du hast eine VR? Ja, wir hatten mal eine PS4. PS4 VR. Es gibt ja verschiedene Stufen halt davon, je nachdem, was du machst. Aber bei der PS... Bei dem ersten Ding, bei PSVR 1, war das nicht der... Also gab es auch Spiele, wo du dich wirklich in Anführungszeichen frei bewegen konntest? Oder da war es ja eigentlich immer nur mit so Teleportation, oder? Oh, stimmt, ja. Ja, stimmt, das kann sein. Ich habe nämlich nicht so Spiele gespielt, wo man sich bewegen muss, sondern es war vielmehr so, weißt du, so Tech-Demos, wo man sich einfach was anschaut. Ah, okay. Aber das kann natürlich sein, dass da was beiträgt. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Reisekrankheiten irgendwie, wenn du halt
lange Autofahrten oder sowas machst, dass dir da übel werden kann oder sowas. Und ich glaube, dann bist du auch anfällig für Motion Sickness. Während längere Autofahrten nicht, aber manchmal wird mir schon ein bisschen schlecht, wenn ich im Auto irgendwo mitfahre, aber nicht immer. Das ist nur so manchmal auch so ein kurzer Moment, aber dann hört das auch auf. Das habe ich explizit nur bei Bussen. Also wenn ich im Bussen aufs Handy gucke, wird mir instant schlecht. Ja, stimmt, das kann ich auch nicht. Bei dem Handy ist es eine andere Sache. Stimmt, ja, aber im Auto, in der Bahn habe ich das nicht, im Auto habe ich das nicht. Ich habe das wirklich nur, wenn ich Bus fahre, ein Hoch auf unseren Bus fahre. Ich würde aber auch meinen, Busse, von all den drei Sachen hat man im Bussen am meisten das Gefühl, dass man sich wirklich bewegt halt. Weil die Sachen irgendwie so schlenkern um Kurven halt rum und die sind halt so groß und massig. Bei einem Zug, der fährt halt nur geradeaus und bei einem Auto ist halt klein und kompakt. Na, beim Zug merkst du, die machen halt nicht so viele Kurven, aber wenn sie eine Kurve machen, das wirst du merken. Ja, das so. Das ist so deren Ding. Die haben ja nicht wirklich. Es gibt, glaube ich, nicht viele scharfe Kurven bei Zügen, oder? Weiß ich nicht, ich verlege keine Zugstrecken normalerweise. Wenn ich jetzt halt daran denke, wie die bei mir zu Hause aussehen, die sehen an sich fast immer nur geradeaus. Ja gut, aber du kannst halt nicht immer geradeaus fahren, oder? Sorgt irgendwann für Probleme. Daniel, nee, wenn das Navi sagt, nicht gerade über den Kreisverkehr fahren, auch wenn es das vorschlägt. Ich sag auch nicht, dass sie geradeaus fahren, aber ich glaube, die sind halt schon so gebaut, dass die Kurven halt sehr langsam und leicht ansteigen. Ich meine, würde ja, ich denke auch. Sie halt sehr, sehr große Kreise schlagen. Ist jetzt nicht das Objekt, das man am leichtesten wenden kann. Ist wie ein Flugzeug, wenn du es am Boden einsetzt. Das ist meine Lieblingsart, das einzusetzen. Wolltet ihr damals auch Flugzeugpilot werden? Ich dachte, du fragst jetzt, ob wir Planes gucken wollten. Nein. Ich dachte schon, du fragst nie. Daniel darf gar kein Flugzeug fliegen, der trägt eine Brille. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich hatte eine Zeit lang mal, als ich irgendwie so neun oder zehn Jahre alt war. Warte, kleinen Moment, solltest den Wagen, glaube ich, rechts noch ein bisschen verschieben. Warte, musst du das erst machen? Ja, ich denke schon. Ah, okay. Also es war aber auch gerade fies, das war ein Blind Jump. Ich mag es nicht, wenn Spiele das machen. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, so mit 9 und 10 Jahren, weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt, es gibt ja so Shows, die schlimmsten Flugzeugcrash der Geschichte oder sowas. Und eine davon lief abends immer auf Super RTL, wenn halt das Programm sich umgeschaltet hat. Guter Seidner dafür. Ja, und die habe ich dann halt auch ein paar Mal mitbekommen. Und dann hatte ich halt wirklich für eine Zeit lang Angst vorm Fliegen. Nicht halt, weil es halt hoch ist und ich Höhenangst habe, das ist mir komplett egal. Aber ich habe mir gedacht, ja, wenn das Flugzeug halt abstürzt, das wäre die schlimmste Art zu sterben, keine Ahnung. Und dann lief auf Kabel 1 aber Captain Baloo und dann habe ich mir gedacht, nee, ein Flugzeug zu haben wäre schon ziemlich cool. Ich wäre auch gerne ein Bär. Ich wäre auch gerne ein Flughimmelpirat. Sag mal, das ist mal so komisch. Warum hat Disney das gemacht? Weil es cool ist. Ja, aber Baloo ist so gemütlich, da würde doch kein Flugzeug fliegen. Also Baloo ist schon ein komisches Ding, um das damit zu mixen. Aber die Vorstellung von so einem Captain, der irgendwie Luftpiraten auffällt, das klingt schon ziemlich cool. Mich würde halt wirklich interessieren, was die Idee dahinter war von Disneys Seite aus, meine ich jetzt. Weil ich hab... Unfair. ich hab tatsächlich mal auf YouTube ein Video angeklickt, das hieß explizit, wie Baloo Pilot wurde. Der Typ hat nur über die Serie geredet. Explizit die Frage, die er in den Titel geschrieben hat, hat er nicht beantwortet. Ich glaube, es war noch so mit Warum oder so formuliert. Ich will wissen, warum der Pilot wurde. Was muss ich hier machen? Du musst ihn, glaube ich, ein bisschen nach hinten ziehen und dann musst du einfach drauf und rennst. Aber der fährt ja trotzdem gegen den Knopf. Naja, du musst einfach schnell sein dann. Also es ist eine dumme Lösung für ein Problem. Also wenn das Problem ist, schnell zu sein. Wir hatten mal bei X-Factor eine Folge über ein Flugzeug, beinahe Flugzeugabsturz gehabt.
Da dachte die Frau dann, dass ein Engel neben mir sitzt. Siehst du die Distanz? Doch, was scheiße. Cool. Ich will unbedingt immer noch die eine. Also generell würde ich gerne ein bisschen von der Serie sehen, aber das ist eine Folge, die wahrscheinlich auf dem ersten Platz bei mir steht, die ich gerne sehen wollen würde, die von der Twilight Zone mit dem Goblin auf dem Flugzeug. Stimmt, das war die Twilight Zone. Das ist schon, das ist auch wieder so eine Sache, die so viel in allen möglichen Cartoons parodiert wurde, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo es ursprünglich herkommt. Ich mochte die Wenn Elfen helfen Version davon, die war mit Dinkelberg. War sie? Ja, da war Timmy's Dad in einem Flugzeug und dann hat hat er plötzlich Dinkelberg auf den Tragflächen gesehen und dann war jeder im Flugzeug auch Dinkelberg. Du könntest es gerade erfinden und ich hätte keine Möglichkeit herauszufinden, ob es stimmt oder nicht. Weil ich mich so wenig mit Kossen und Wander auskenne. Das war eine von den neueren Folgen. Was ich noch zum... Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber nochmal zum Thema KI, obwohl das eigentlich abgehandelt... Ach, fuck off. Ist das die Lösung? Das kommt mir nicht wie die Lösung vor. Es kommt mir vor, als hätten die absichtlich da so viel Weg gemacht, dass man es nicht auf die Art und Weise schaffen könnte. Ja, aber was will man denn sonst tun? Ja, guck mal, ich laufe mit maximaler Geschwindigkeit. Vielleicht kannst du dafür sorgen, dass er langsamer fährt, weil vielleicht ist das einfach zu viel. Ich habe ihn ja vorhin Momentum. Extra abgebremst. Weil irgendwann baut er halt wieder Momentum auf. Nee, ich meine so gegen Ende vielleicht. Nee, hier ist es zu schräg, der rollt. Autos rollen auf einer Schräge. Ich kann den ja heute auch nirgendwo einparken oder so. Braucht den ja noch, um hochzukommen. Soll ihn irgendwie zurückziehen, aber ich versuche ihn mal ganz das Momentum zu nehmen. Vielleicht klappt das. Nee, was ist noch zu KI? Oh, stimmt. Vielleicht musst du ihn einfach, wenn du ihn schiebst, dann noch einmal kurz so anstupsen und während er dann quasi nach links angestupst wird, dann kletterst du hoch. Aber wenn ich ihn nach links schubse, würde er nicht mehr Schwung aus dieser Bewegung rausholen, als wenn ich ihn einfach so stehen lasse? Das ist eine gute Frage. Guck quasi den Moment, wo er dann hochfährt. Ja, das muss ich ja in einem anderen Timing machen. Ich bin sehr neugierig auf die Simpsons-KI-Folge. Ja. Das Serienfinale, mit dem sie jetzt die 36. Staffel eröffnet haben. Ja, das ist halt die richtige Art, KI einzusetzen. Du lässt der halt was Blödes vorschreiben und dann wird es aber trotzdem von denen gestoryboardet und animiert halt. Also die machen die Arbeit halt trotzdem noch. Ja, das hat man ja auch schon irgendwie, ich habe mal einen Film gesehen von 2014 oder so, der von der KI geschrieben wurde und dann mit echten Schauspielern aufgeführt. Ja, aber sowas sollte halt auch nur ein Experiment bleiben. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es halt, hatte ich ja halt vorhin schon gesagt, es gibt halt Leute wirklich, die schreiben dann unter diesen KI-Minecraft-Trailer, oh, das sieht besser aus als alles, was Hollywood heutzutage macht. Und ich meine, ja, von mir aus können die Leute ja glauben, dass unsere Filmlandschaft wirklich so abgrundtief schlecht geworden ist in den letzten paar Jahren. Aber zu sagen, was KI produziert ist im Vergleich besser ist, weiß nicht, das finde ich irgendwie echt insane. Also wirklich, das ist eine komische Aussage. Weil ich glaube, Hollywood könnte wirklich so schlecht sein, wie es sein wollen würde. Es ist nie so schlecht wie eine KI. Ja, so schlecht wird es nie sein. Das ist eine gute Motivation für Hollywood, gute Filme zu machen. Fuck. Du könntest auch, du bist immerhin besser als eine KI. Ja. Aber wird dein Job nicht ersetzt durch Schreiberroboter und Regisseurroboter. Das ist halt aber auch irgendwie, das finde ich ist aber auch wirklich das Gruselige an dieser KI-Entwicklung, weil für Jahre hat man eigentlich gedacht, okay, die Jobs, die halt zuerst weg sind, sind halt irgendwelche, die halt schnell automatisiert werden können, wie irgendwie in der Fabrik oder sowas halt. Dann sind die Roboterarme da. Und dann hat dieser wirklich große Boom, wo Leute angefangen haben, publik über KI zu reden, dann hat es halt wirklich mit Kunst angefangen. Und irgendwas, wo man halt denken würde, das wäre die letzte Hürde gewesen, die sie nie überwinden könnte. Und jetzt hat es halt einfach damit angefangen. Das sollte nicht die erste Front sein, an der wir arbeiten, das finde ich halt auch.
Setzen wir erstmal den einfachen Arbeiter. Und dann wird's zu Konflikten zwischen Robotern und normalen Arbeitern kommen. Die Roboter-Union. Futurama, ich rede heute viel über Futurama. Ich glaube, ich habe Bock, die Serie. Muss noch mehr Folgen davon gucken. Futurama hatten sie eine ganze Folge zur Roboter-Rechtsbewegung. Ging es darum, dass es war die Folge, als Amy und Bender zusammen waren. Ja, Robo, eher. Aber sie haben mir genau in den Arsch geschossen. Das ist unhöflich. Das solltest Daniel, wenn du jemals auf jemanden schießt, nicht auf den Arsch ziehen. Aber das ist doch die Schwachstelle. Die Schwachstelle ist ein glänzender Metallhintern. Ich habe nicht gesehen, ob der aktiv war. Wann soll ich denn das denn sehen? Denn wahrscheinlich, weil er stehen geblieben ist. Der fährt noch ein ganzes Stück weiter. Okay. Und jetzt habe ich's. Ist der jetzt kaputt? Ach, muss er den zerstören? Ich glaube, der kann den unteren zerstören. Nee, noch funktioniert er. Aber ich muss den nur schon vorher aktivieren, irgendwie am Rand oder so. Dann klappt das. Ach, come on, als ob das ganz genau ganz klappt. Nicht. Also wie vorher halt. Ja, aber hier hat er. Ich weiß nicht, ob der ihm Schaden macht. Das Ding raucht auf jeden Fall, aber es scheint noch aktiv zu sein. Nein, vorher hat es nicht geraucht. Vielleicht, ich versuche noch ein bisschen mehr Schaden reinzudrücken. Ah, jetzt ist kaputt. Ich muss nur 20.000 Mal drauf schießen. Ich glaube, Limbo hat sehr davon profitiert, dass es eins der ersten Indie-Spiele war. Ich meine, ich finde es in Ordnung, aber... Es gibt durchaus bessere Titel inzwischen. Naja, sie hätten bei dem Thema weit bleiben sollen und nicht zur Fabrik wechseln. Ich glaube insgesamt finde... ich sehe, was ich machen muss. Ich glaube, von beiden Spielen, ich glaube, Inside mag ich auch mehr. Das muss ich auch. Ja gut, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht, also ist es nicht das bessere Spiel. Ja. Ich mag da jetzt Problemlösung. Als ob ich es auf diesem einen Millimeter geparkt habe, wo es noch angezogen wird. Nein! Come on! Okay, dann stelle ich mich halt hier hin. Schieb einfach die Kiste darauf. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber ich finde es schlimm. Es ist, ich kann die 36. Staffel kann man ja noch gar nicht schauen. Im deutschsprachigen Raum. Warte, vielleicht kann ich die einfach... Wofür gibt es diesen Abhang rechts? Ich glaube, da kann ich die... vielleicht kann ich die Kiste da hochschieben und dann rutscht die runter und aktiviert den Knopf und dann fliege ich mit der anderen Kiste zusammen nach oben. Ich glaube, wir haben das Rätsel mal wieder gelöst, Daniel. Wir sollten eine Detektei gründen. Ja, machen wir das. Das ist Daniels begeistertes Schweigen. Ich kann das inzwischen unterscheiden. Ich freue mich innerlich. Daniel. Oh, du. Dein Inneres glänzt. Ach du Scheiße. Ja, ich mag es nicht, wenn die Gravitation plötzlich aufhört. Stell dir mal vor, ihr geht irgendwie durch die Straße und plötzlich hört die Gravitation auf. Ist ja mega nervig. Dann fliegt ihr hoch in den Himmel und sterbt. Okay, ich habe da mehr Zeit, als ich dachte. Ich dachte, ich muss mit der Kiste hochfliegen, weil es cool wäre. Ich würde gerne einmal schwerelos durch die Gegend schweben. Das Problem ist also, du willst halt weniger Gravitation. Du willst nicht gar keine Gravitation.
Und dann hörst du erst auf zu fliegen, wenn du im Weltraum bist. Oh. Du willst nicht gravitieren. Es ist sehr gravierend, nicht zu gravitieren. Apropos Gravitation, ich glaube, Interstellar kommt jetzt wieder in die Kinos. Der Film hat auch was mit Gravitation zu tun. Habt ihr... Ich habe ihn nicht gesehen. Aber es ist ein Film, von dem Leute immer sagen, dass er gut ist. Von dem Leute sagen, wie jetzt? Welcher? Gravity? Interstellar. Achso, habe ich auch nicht gesehen. Der lief aber vor kurzem im Kino, wollte ich... Ja, das meinte ich. Das meinte ich. Das habe ich, ich gerade gesagt. Ich habe es mir auch gedacht, aber ich hatte gerade kurz was... Ich war kurz abgelenkt. Es ist okay. Aber ja, ich will ihn trotzdem irgendwann mal gucken. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt so heiß drauf wegen der Thematik oder so, aber einfach weil er halt so hoch angesehen ist, will ich halt. Ich meine, ist eigentlich ganz cool, so Weltraumzeug, aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass er mich wirklich interessieren würde. Ich weiß auch nicht wirklich wieso. Ich bringe den immer mit dem Asianer durcheinander. Rettet Mark Twain. Ja. Mark Twain? Er hieß nicht so. Es hat ein bisschen gedauert. Versuch halt gerade rauszufinden, was hier eigentlich Phase ist, was hier eigentlich abgeht. Ich glaube, ich hätte die zweite Kiste auf jeden Fall nicht runterschmeißen sollen. Das ist keine gute Idee. Ich dachte, ich könnte die vielleicht da drüben lassen, aber es klappt dann auch nicht mit der Gravitation. Das ist der nervige Part, wenn das Spiel rätsellastiger wird. Wenn man sich seines Verstandes bedienen muss, Daniel. Ich bin überfragt, kann ich auf jeden Fall sagen. Daniel. Was ist denn ganz links? Kann ich hier noch weiter rüberlaufen? Ja, hier ist eine Leiter, mit der kann ich hier runterklettern. Ja, aber das ist rechts und nicht links. Oh, warte, ich sehe, wo das Problem ist. Okay, ich hab falsch gedacht bei dem Problem. Wir lösen das Problem anders. Apropos Re-Releases, ich finde, es sollten mehr Weihnachtsfilme im Kino re-released werden. Das kommt irgendwie sehr selten vor. Welche denn zum Beispiel? Schöne Bescherung. Mit Chevy Chase. Ja. Warte, ich kann ja gar nicht fliegen. Oh, da ist die Kiste. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Oder, A Nightmare Before Christmas. Ich meine, ich habe Coraline auf der großen Leinwand gesehen. Warum nicht, Ein Albtraum vor Weihnachten? Du willst immer mehr und mehr. Ich will mehr Stop Motion. Das ist so eine schlimme Sache. Vielleicht nicht ethisch, aber nicht unbedingt schlimm. Ja, nur noch, ein paar Wochen und dann kommt, der Over the Garden Wall Short raus. Ja. Ich bin neugierig auf jeden Fall. Ich werde mir diese 2 Minuten geben. Was sagst du? Ich hatte gesagt, da gab es gestern oder vorgestern einen Teaser, aber mit Teaser meine ich einfach nur, es wurde ein Bild geteilt. Ja. Ist aber auch, ich wüsste, so wenn etwas nur 2 Minuten lang sein wird oder so, dann weiß ich auch nicht, wie man Trailer dazu machen sollte. Mhm. Irgendwie ein bisschen zu wenig Zeit, der man arbeiten kann. Freust du dich auf die 2 Minuten, Daniel? Ich denke, es wären gute 2 Minuten. Ja, klar. Ich meine, ein bisschen Garten. Ich hoffe, es wird besser als das Star Wars Studio Ghibli Crossover. Habt ihr das gesehen? Nö. Es war einfach nur Baby Yoda, der mit ein paar von diesen Rußmännchen da gespielt hat. No. Das war das ganze Ding. Das klingt spannend. Das klingt etwas enttäuschend so. Das war die Baby-Yoda-Hype-Phase. Das fühlt sich auch schon wieder wie 10 Jahre. Das fühlt sich so an, als wäre es 10 Jahre her, das Baby-Yoda. Es war halt vor Corona. Ja. Ja. Alles, was vor Corona war, fühlt sich wie 10 Jahre in der Vergangenheit an. Lauf, lauf, lauf. Das war seltsam.
Was? Ich hab die Gravitation für mich eingesetzt. Wie dieser Affe, der den Knochen nach oben geworfen hat. Oh, es ist so ein altertümlicher Aufzug. Die sind schick, so einen würde ich mir ins Wohnzimmer stellen. Ein Aufzug aus längst vergangener Zeit. Weißt du, wenn du in den Wald gehst und so einen Aufzug finden würdest, der würde dich in irgendeine verrückte Welt bringen mit Maschinengewehren. Oh, hat er nur so, den das Kopf war geschossen. Brutal. So ein sauberer Kopfschuss. Ich finde Aufzüge, die dazu benutzt werden, um in Stollen und Minen zu gelangen, sollten Abzüge heißen, weil sie primär dich nach unten bringen sollen. Davon hatten sie einen Coup beim Anfang von Laputa. Nein, ich hab dich nicht gerade beleidigt, Dani. Ich meine den Ghibli-Film. Ich hasse dich. Er hat wieder das M-Wort gesagt. Reden wir nicht darüber. Mag ich nämlich nicht, wenn wir darüber reden. Ich hab's eingesperrt. Ich habe halt das Gefühl, es verliert hier so ein bisschen sein Theming, seit Maschinengewehre ein Teil von dieser Welt sind. Wald ist halt ein gutes Setting für Spiele. Was haben sie mit Inside, haben sie das besser gemacht. Da bist du auch zu Anfang im Wald unterwegs, aber da bist du halt an ganz verschiedenen Orten. In irgendwelchen Fabrikhallen verlassen. Das ist eine sehr dystopische Welt. Na toll, jetzt muss da ich... hast du doch deinen Wald. Ja, ich komme langsam wieder rein. Wir haben die alte verlassene Fabrik lassen wir hinter uns. Die ist alt und verlassen. Verstehe noch nicht ganz, was meine Mission ist. Okay, da ist so ein Ding, das vor und zurück geht. Habe ich überhaupt die Antigravitation? Es ist wie in Yoshi's Island. Ich laufe an der Decke. Yoshi's Gravitationsland. Sie muss auf jeden Fall auf der Plattform. Ist ja noch eine zweite Kiste. Weiß halt nicht, ob ich groß genug bin, um da drauf zu springen. Vielleicht versteckt sich eine außerhalb des Bildes. Also, mir gefällt ja der Artstyle da, ne? Du bist ja Freund von den Schatten-Devin aus Donkey Kong. Ey, ja, ich mag den Artstyle. Den mag ich auch lieber als in Inside. Es ist so, als würde man einen alten Schwarz-Weiß-Film gucken. Ja, aber es ist sehr viel. Du kannst sehr viel reininterpretieren. Ich meine, diese Kiste, du weißt nicht, ob sie aus Metall oder aus Holz ist. Oder aus. Das ist eine spannende Frage. Fleisch. Nee, dafür das ist. Das war übrigens auch sehr schlau. Also die Frage, meine ich. Ja. Was ist, wenn das. Worauf du gerade läufst, nur ein großer Lego-Stein. Ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre nur ein Witz gewesen, aber ich habe nicht dran gedacht, dass es magnetisch ist. Aber wobei, ist das wirklich ein Magnet oder das ist ja einfach nur Gravitation, ne? Ja. Wie bei Mario Galaxy. Ich glaube, der Junge ist nicht aus Magnet. Aus Metall. Na, siehst du, da habe ich wieder doppelt. Das ist wieder Wald. Er hat wieder an was Dummes gedacht. Aber war meine erste Annahme ja sogar richtig. Ich bin kein Physiker, aber ich glaube, Holz wird auch von den Gesetzen der Schwerkraft beeinflusst. Also nee, es geht hier nicht um den Magnetismus. Hat einer von euch eine Idee, wie dieses Rätsel funktioniert? Weil ich bin langsam am Scheitern. Problem ist halt, wie funktioniert das mit dem Magneten? Ich kann hier den Schalter drücken. Das ist praktisch das ganze Ding. Komplexer wird's nicht. Hatte ich da unten nicht noch eine Kiste gehabt? Kann ich die vielleicht an die Decke holen? Ah, scheinbar ist das mal die Kiste schon, die ich hier oben hab. Okay, Daniel, setzen wir unsere Denkkappen auf. Also ich denke, du machst die Kiste erstmal dahin, so nach oben. Hier, genau. Ja, so am Rand, dass du halt hochklettern kannst, da rechts dann. Und, nein. Da unten, wo die Plattform ein- und ausfährt. Aber das Problem ist, wenn ich auf dem Ding oben draufstehe, dann komme ich ja nicht weiter.
Nein, nein, du so, hier? Tust einfach erstmal dahin. Ja. Tust dahin, Mann! Nicht so. Tust so, Raki! Raki an den Rand! Raki, die Kiste muss auf das Ding drauf. Aber ich komme ja nicht auf das Ding drauf. Auf den Deckel. Den Deckel, den Deckel! Ah, du kommst doch so? Nee. Nee, das ist ja mein Problem. Ich bräuchte hier zwei Kisten eigentlich. Ja, nein, mach erstmal die Kiste drauf. Okay, ich mach die Kiste jetzt da drauf. Ich muss mir das anschauen, okay? Ich muss mir das visualisieren. Genau. Muss er sich das? Tu es aber noch ein bisschen weiter rechts, damit er ein bisschen Spielraum hat, weil die Plattform fährt ja rein und dann. Ja, aber ich komme ja auf die Plattform auch nicht drauf. Ist ja auch zu hoch. Du kannst nicht. Wenn die Aufgabe einfach nur wäre, die Kiste da drauf zu bekommen, Daniel, dann hätte ich nicht so viel Schwierigkeiten. Kannst du, wenn du die Gravitation ausmachst, also es quasi wieder auf dem Boden landest, dich so schleudern lassen, dass du noch auf dem Balken landest? Weil so dachte ich das dann halt, dass du quasi im richtigen Moment dann drückst und dann. Nee, ich werde direkt nach unten gesogen. Oh, dann verstehe ich es nicht. Okay, dann muss es aber irgendwas damit zu tun haben. Das mit der Schwerkraft. Ich habe halt die Hoffnung, dass hier irgendwo noch eine zweite Kiste ist, aber ich glaube, diese Hoffnung wird mir nicht. Kannst du die Kiste da hinschieben und dann da, oder hast du es vorhin schon probiert? Ja, von hier komme ich ja. Ich weiß nicht, was ich hier hinten soll. Ich muss ja nach vorne weiter. Und unten war nur die eine Kiste. Unten war nur die eine und ich kann auch nicht weiter unten runter. Da unten ist ein Geschütz, das wird mich erschießen. Nee, okay. Ich mach die Kiste mal. Hier ist nur so ein Millimeter, wenn das reinfährt. Wenn die halt nach, ich dachte halt, ich müsste die irgendwie nach da drüben schieben. Aber du brauchst eine zweite Kiste. Gibt's die denn? Weiß ich nicht. Spring mal in die, schau mal, ob da unten eine ist. Hui. Ich finde, es war ein guter Run bis dahin. Ey, bisher habe ich nicht einmal gestruggelt. Wie lange geht der Walkthrough noch, Daniel? Den du dir gerade anguckst an der Stelle? 10 Minuten. Wir sind fast am Ende, das ist also das letzte Rätsel. Noch eine halbe Stunde. Nee, nicht so lang. Das eine ist ein Secret-Level, von dem ich keine Ahnung hatte, dass der existiert. Es gibt ein Secret-Level in dem Spiel. Scheinbar. Ich will ehrlich mit euch sein, ich bin gerade relativ müde. Ja, wir machen noch kurz zu Ende. Das ist das schwerste Teil ist überstanden. Ja, stimmt. Ist das die Kiste? Warum? Oh, du musstest da. Hä? Wo denn die zweite Kiste her? Ist da irgendwie den Fahrstuhl, wo du gesagt hast, oh, das Säule will ich auch haben, da kann man runterklettern. Oh. Also an so einer Kette. Ich guck's mir mal an. Das ist aber ein gemeines Verstehen. Ah, das ist aber nur ein Achievement. Ah, das ist nur ein. Okay, das werde ich. Ich werde noch kein Achievement machen. Vielleicht habe ich hier drüben noch eine Kiste, die ich mitnehmen kann. Wo kriegst du. Nee, da du, ist oder du kannst ja die eine Kiste wieder zurücktun, dann kannst du ja nachschauen. Also da, wo das Maschinengewehr ist. Dann ist es wahrscheinlich einfacher. Aber ich gucke mal. Okay, ich glaube, ich verstehe, was die wollen. Ich hab's verstanden, okay. Ich werde es euch zeigen. So, wir lassen den Aufzug kommen. Dann lösen wir das freundliche Maschinengewehr auf. Lassen uns nicht die Kiste umbringen. Freundliche Maschinengewehr. Bei dem Teil war ich auch. Dann nehmen wir die Kiste und schieben sie hier rüber. Dann haben wir einen Schutz vor dem freundlichen Maschinengewehr. Dann können wir gucken, ob da oben noch was ist. Das ist aber ein gemeines Rätsel. Kann es immer nicht leiden, wenn es Rätsel in Videospielen gibt. Ich auch. Wer das hat's. Ja, hier ist die Kiste. Ich erinnere mich an die Stelle. Okay, sehr gut. Wir haben es irgendwie hinbekommen. Muss man das vom Timing her irgendwie so hinbekommen, dass der nach da oben fliegt. Oh, da habe ich das wohl damit verwechselt. Das ist nicht unbedingt ein Bonus-Devil. Das meine ich auch. Hä? Ich hab gestern Banjo-Kazooie Eisberg geguckt, während ich Katamari gespielt habe. Wusstet ihr, dass es im Banjo-Kazooie-Universum einen Charakter namens Jolly Roger gibt? Der Pirat, ne? Der führt eine Taverne. Ja. Ist doch der, das soll ja ursprünglich ein Piratenspiel werden. Nee, das ist ein anderer. Das ist ein betrunkener Typ, der bei ihm in der Kneipe rumhängt. Jolly Roger ist eine Eidechse. Achso. Ich hab den auch getroffen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab ja mal versucht. Ich hab echt versucht, Banjo-Tooie zu spielen, aber es ist ein scheiß langes Spiel. Also ich hab
irgendwann echt die Lust verloren. Bei dem Fabriklevel tatsächlich, weil es einfach über 4 Etagen oder so geht und absolut undurchsichtig ist, wo du hin musst. Sie haben es wirklich übertrieben mit der Fortsetzung. War irgendwie Rares Ding auf dem N64, einfach übertreiben bei allem. Wie viele Collectibles gibt es nochmal in... Ja. Mal Donkey Kong 64. Keine Ahnung. Ich glaube, das war dreistellig. Da ist an Donkey Kong 64, hast du dich noch nicht dran getraut, oder? Hast du auch gespielt? Ich habe es versucht, aber ich habe in der zweiten Welt aufgehört. Ich fand es nicht schlecht, aber... Ja, 100% ist anstrengend, denke ich. Das denke ich mir. Und ich war nur in der zweiten Welt. Oh, ich habe einen Black Cube gefunden. Wie kriege ich den jetzt weg von hier? Was soll denn das? Ich glaube, ich lasse ihn mal hier. Vielleicht kann ich den später holen. Ich glaube, ich kann nämlich mit dem Gravitationsding bis hier rüberlaufen, bis da hinten gehen. So, das Problem war einfach, wir haben nicht alle Item-Gegenstände gefehlt. Ich hatte nicht einfach nicht alle. Es ist wie wenn du in den ersten Skyward Sword Dungeon gehst und du hast den Käfer noch nicht. Mhm. Ist das überhaupt möglich? Ich weiß nicht, wenn das du geht kackst. Doch gar nicht. Kann man dass da? Ich mal wieder drauf kommt. Ich hab mich, keine Ahnung, da war vorhin ein Käfer, aus dem habe ich gerade gedacht, Mensch, dieses Käfer-Power-Up war ziemlich cool. Ja. Das hat Spaß. Ich mag Skyward Sword. Immer wenn ich darüber nachdenke, dann finde ich es erstaunlich, dass es so verhasst ist. Ich bin großer Fan von der Wüstenwelt. Es geht, es ist ein bisschen zäh irgendwann. Ja, es ist zäh. Aber die Höhen, die es hat, die sind, finde ich, ziemlich hoch. Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat einen der ich besten. Also ich glaube, es gibt definitiv Zelda, die ich weniger spielen wollen würde. Keine Ahnung. Twilight Princess. Ich glaube, Twilight Princess ist nicht sehr beliebt. Zumindest von dem, was ich mitbekomme. Was? In welcher Welt lebst du? Ich habe das. Ne, es ist beliebt, aber ich habe vor kurzem gehört, dass es ziemlich flawed ist. Dass es irgendwie einige größere Fehler macht als die anderen 3D-Zeldas. Ich weiß nicht, wirklich. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's halt noch nie durchgespielt. Das auch noch nie gespielt, das habe ich nur gehört. Das weiteste, dass ich gekommen bin, war bis zum 5. Dungeon, zu dem Schneeding halt. Ich weiß nicht, ob das relativ weit ist, aber. Ich verliere immer den Elan bei dem Spiel, ich weiß es nicht. Ja, okay, ich hab's auf jeden Fall weitergespielt. Das Ding bei mir ist, ich mochte das Spiel richtig. Also ich wollte es auch weiterspielen, aber als ich dann am nächsten Tag weiterspielen wollte, weil das Spiel stand, ich musste meine Memory Card formatieren auf dem Delfin. Habe ich nicht verstanden. Also ich hab's auf Spiel, ich vergesse das immer. Stimmt, ja. Es fühlt sich nicht ich hab's auf der Wii U, auf der Wii U Plus gespielt. Ich wollte es halt auch mit einem Controller spielen, deswegen habe ich nicht zur Wii-Version gegriffen. Oh, ich besitze die halt sogar. Vielleicht ich ist auch. Das einer der Gründe, warum ich das Spiel nicht so mag. Weil ich weiß halt, als ich das damals das erste Mal gespielt habe, ich glaube, da bin ich nur bis zum Wüsten-Dungeon gekommen. Und dann muss ich irgendwas in einem Walkthrough nachgucken und das Spiel ist halt auf der Wii gespiegelt, weil Link irgendwie links sind und so. Ja, das mag ich auch nicht irgendwie. Da hatte ich keine Lust mehr. Mich stört, dass er rechts sind, also ich weiß nicht. Nicht, dass er Rechtshänder ist. Ah, okay, du hast was gegen Rechtshänder. Aber nur deswegen. Naja. Das war komisch gesagt. Ich meinte eigentlich das Spiegelding. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage. Vor allem, wie war es denn dann in Skyward Sword? Aber da war es doch dann auch an. Nee. Oder? Hä? Was meinst du? Jan, da müsstest du Skyward doch Sword. Da müsstest, ich glaube, auch die Rechte. Ich habe mich mal gefragt, was wäre, wenn du bei der Wii-Fernbedienung, dass du einstellst, dass du Linkshänder bist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in Skyward Sword so ist, dass weil halt, ich glaube, die meisten überwiegend Rechtshänder sind, dass das einfach so gelassen wurde. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kann mich auch komplett irren. Ich habe nie darüber nachgedacht, ne, wie spielen Linkshänder Wii? Bei ja, manchen Spielen kannst du es einstellen, aber bei anderen ist. Bei den meisten ist es wahrscheinlich egal, aber. Bei sowas wie Skyward Sword, keine Ahnung.
Ja, da oder... ist jetzt endlich mal eins. Ich habe gerade irgendwie einen Haufen Link-Artworks durchgeguckt und er hat es immer in der rechten Hand gehalten. Ich habe mich gerade gefragt, ob das jemals wirklich eine Sache war, dass er Linkshänder war oder ob wir uns was eingebildet oder... haben. Oder war das bei Twilight Princess das mit dem Rechtshänder? Nee, er ist in Twilight Princess Linkshänder, aber auf, ja. Bei der Wii haben sie es gespiegelt, damit es auf der rechten Hand ist, weil halt die meisten Leute Rechtshänder sind. Ja, ja, aber ich meinte, ob man das wieder entspiegeln kann, wenn man halt Linkshänder ist und das dann einstellt. Ich weiß nicht mehr, ob man das überhaupt einstellt. Nee, man kann das nicht einstellen, das ist einfach so. Oh. Sonst hätte ich es auch umgestellt. Aber dann frage ich mich, war es nur durch die Welt dafür zu spiegeln? Ich meine, du kannst ja das scheiß Schwert auch einfach in die rechte Hand tun. Ich glaube, das war halt das Einfachste. Die einfachste Lösung, halt alles zu spiegeln. Weil, war bestimmt der simpelste Input. Aber deswegen, das hat mir so halt die Lust beim ersten Mal halt rangenommen, weil ich war an irgendeiner Stelle, wo ich halt wirklich nicht weiterkam. Und dann habe ich halt ein Domtendo-Let's Play nebenbei laufen halt lassen, wo ich mich echt lange durchklicken musste, bis ich an der Stelle halt war, die ich brauchte. Und dann gucke ich halt, wie er geht, und habe mir gedacht, Moment mal, so sieht das bei mir ja gar nicht aus. Und dann habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt viel zu anstrengend, irgendwie das gespiegelt dann zu verfolgen. Gar keine Lust. Twilight Princess. Es ist mein Hot Take, was Zelda angeht, dass ich mit Twilight Princess noch nie richtig warm geworden bin. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal probieren will. Aber ja, der Anfang ist halt auch lang. Ich glaube, es ist auch nicht. Ja, ich würde nicht sagen, ich würde sagen, das ist nicht der krasseste Zelda-Hot-Take. Doch, was heißt der krasseste? Aber Twilight Princess ist schon sehr hoch angesehen. Leute haben eine hohe Meinung. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, von den 3D-Zeldas war es irgendwie das unbeliebteste. Welches? Twilight Princess, so von den 3D-Zeldas her, das unbeliebteste. Was? Nee, allein schon, weil Skyward Sword existiert, kann das nicht stimmen. Ich glaube. Ach stimmt, Skyward Sword existiert. Und dann davor war es wahrscheinlich Wind Waker. Ja. Ob das heutzutage auch noch so ist? Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass es immer noch eher weiter unten ist. Was, Wind Waker? Ja. Nicht viele Leute haben Wind Waker HD gespielt wahrscheinlich. Also im Vergleich. Endlich. Aber die Wii U-Version war großartig. Ja, aber ich sag ja, werden nicht viele Leute gespielt haben, weil es die Wii U war. Das war halt damals irgendwie diese Phase, wo alle irgendwie mehr Realismus in Videospielen wollten und dann kam Zelda an und hat gesagt, nein, Cartoon. Ich meine, das musst du halt überlegen. Es ist halt, Wind Waker kam auf dem GameCube raus, der sich jetzt schon nicht so gut verkauft hat und die Leute hatten damals keinen Bock darauf. Und dann, als sie ein Remake angekündigt haben für eine Konsole, die auch keinen Arsch gekauft hat, ja, weiß nicht, wie gut das dann halt der Reputation von Wind Waker getan hat, wenn man halt hört, oh, das Spiel, was damals niemanden gejuckt hat, das bekommt gerade ein Remake auf einer Konsole, die niemanden juckt. Aber es ist gut. Ja, ich höre, was du meinst. Was für ein Secret? Ich hab das noch nie gesehen. Zelda Secret. Was ist das? Oh, fuck. Normalerweise ist wahrscheinlich, wenn man alle vorbei. Larven oder so sammelt. Kann ja in dem Spiel überall so Larven-Eier zerbrechen. Ich werde das jetzt googeln. Weil eigentlich wäre das Spiel jetzt vorbei. Ja, ich glaube, ich bin so gut wie am Ende. Da kommt noch ein Rätsel. Oh, ich bin ein Idiot. Was? Alter, ich habe die ganze Zeit im Guide geguckt und dachte, das wäre dein Gameplay. Deswegen war ich gerade nicht dachte, wir wären am Ende. Hast das Spiel ja schon durchgespielt, warum sagst du gar nicht? Konnten wir das? Hä? Ich krieg den Sprung hier halt legit nicht hin. Ich dachte so, oh Raki, du kommst da eigentlich echt gut durch. Du bist plötzlich so ein guter Videospielespieler geworden, das passt ja gar nicht zu dir. Das stimmt. Ja, passt wirklich nicht zu mir. Yes! Mit ein bisschen Timing. Ich mag diesen kleinen Kamin da. Wo der Rauch rauskommt.
Finde ja, den sehr schön. Ästhetisch. Hui. Ah, wir sind wieder beim Hotel. Oh ja. Na, du bist gleich am Ende. Oh Gott. Au. Zeit. Es wird doch mal Zeit. Ich habe immerhin ganze gute 5 bis 10 Minuten falsches Gameplay-Material geguckt. Boah, ich hab so... Ich dachte, Raki, plötzlich guter Gamer. Wie kommt's? Was ist dein Geheimnis? Ich, also ganz ehrlich, ich dachte einfach, du hast die Rätsel halt gut gemerkt bis zu dem Zeitpunkt dann irgendwie. Mein Problem ist halt, dass ich die zweite Hälfte... Ich habe unterschätzt, wie wenig ich die zweite Hälfte des Spiels gespielt habe. Das ist wie bei mir mit Donkey Kong. Welchem? Beim ersten? Returns. Ich habe das zugegebenermaßen wahrscheinlich öfter dann am Anfang gespielt und weniger die zweite Hälfte und dann habe ich halt um die Parts halt länger gedauert. Ja. Welcher Donkey Kong ist der stärkste? Wie heißen diese Affen im Gamecube? Yo, so ein Power Scaling. Ja. Die sahen immer ziemlich stark ein aus. Ein Affenscaling. Wisst ihr, welche ich meine? In diesem einen Donkey Kong Spiel, das man mit den Bongos gespielt hat, die sahen immer stark aus. Jungle Beat, ja. Ist das... Nee, Jungle Beat war doch nur ein Musikspiel. Meinte jetzt diesen... Nee, warte, stimmt, wie heißt... Es gab auch so einen richtigen Plattformer, den man irgendwie mit den... Ja, ich weiß, was du meinst, ich hab's nur verwechselt. Warte mal, Donkey... Ich weiß nicht, wie das heißt, Gamecube? Ah, das heißt Jungle Beat. Ist das Jungle Beat? Das andere, ja, das mit den anderen Bongos ist Donkey Konga. Ah, ja, okay, das ergibt mehr Sinn. Ja. Würdet ihr sagen, das ist das dümmste Gimmick, das Nintendo bisher gemacht hat? Die Bongos. DK Bongos. DK Bongos oder Nintendo Labo? Also DK Bongos gehen auf jeden Fall voraus. Ich glaube, mit Nintendo Labo ist auf jeden Fall vielfältiger. Das ist der Fort. Also das hat es schon mal über den Bongos. Du kannst es sogar in VR spielen. Oh. Aber es ist aus Pappe, es geht kaputt. Das ist sehr stabile Pappe. Es gibt Leute, die bauen ihre Möbel aus Pappe, Daniel. Also ich meine, ich habe zumindest gesehen, wie John Carpenter das Nintendo Labo Klavier benutzt hat. Kannst du das auch über die DK Bongos behaupten? Nur weil er davon noch nicht gehört hat. Er würde sie wahrscheinlich genauso hassen. Es ist eins meiner liebsten Videos auf YouTube, wie fucking John Carpenter, der die Musik für Halloween und so komponiert hat, versucht, das Halloween-Theme auf der Nintendo Labo zu spielen, und er sagt irgendwie in jede zweite Sekunde: Ich hasse dieses Ding. Fast so, als wär's für Kinder. Ja. Wie soll ich so meine Musik komponieren? Ich hab das Video auch gesehen. Ich lieb das. Warte, ich kann hier einfach wieder runtergehen. Ah. Seht auch den Timer, wie lange das noch antigravitiert. Oh, nett hier unten. Ist das, pilgern die Leute eigentlich zu dem Haus aus Halloween hin? Ich habe vor kurzem gehört, dass es wirklich existiert hat. Also das war jetzt mehr eine Frage an dich, Kengo. Ich glaube, ich weiß nicht, Daniel, hast du Halloween gesehen? Tatsächlich, nein. Kengo, traue ich es ja zu. Es riecht gerade sehr hart nach Rauch bei mir draußen. Ich war gerade kurz. Ich habe gerade kurz geguckt, ob da irgendwas ist, aber jemand scheint nur Laub zu verbrennen. Ja, Kamin, irgendwas zu machen. Was war die Frage? Existiert das Haus aus Halloween wirklich? Weil ich glaube, ich habe vor kurzem irgendeinen Artikel, wurde mir dazu vorgeschlagen. Dass Fans existiert irgendwie das hinpilgern. Haus? Weiß ich nicht. Also. Als Filmset oder wie jetzt? Nö, manchmal machen die ja für die Außenaufnahmen, holen die sich so ein echtes Haus. Kann ich mir schon vorstellen, aber wissen tue ich es leider auch nicht, ne? Es gibt ja zum Beispiel das Haus von Kevin McAllister, könntest du in Wirklichkeit kaufen. Aber ich schätze mal schon, also... Das sah brutal aus. So wie ich Halloween in Erinnerung habe, sah das eigentlich wirklich nur wie... eine normale amerikanische Vorstadt aus. Ich glaube nicht, dass sie da extra was für die Außenshots gebaut haben. Okay, der macht das anscheinend automatisch, wechselt er die ganze Zeit hin und her. Würdet ihr gerne ein Haus aus einem Film besitzen? Ich weiß nicht, Leute fahren oft
bei sowas hin. Zum Beispiel die, um Breaking Bad mal zu erwähnen, das Haus aus der Serie, das wird auch die ganze Zeit aufgesucht und ich glaube, die, die Leute Bewohner haben inzwischen Zäune und so drum gebaut und all das und halt Warnschilder, keine Ahnung. Stell dir vor, die kommen da wirklich hin und werfen den ganzen Tag Pizza auf dein Dach. Das ist tatsächlich eine Sache, die Leute auch machen, gemacht haben. Aber hey, ich meine, dann du kriegst gratis Essen. Ja, aber auf dem Dach, wo ja, du nicht rankommst. Dann hol dir halt eine Leiter, was soll ich sagen? Entweder, du hast die Wahl, Daniel, du kannst einen Haufen Geld sparen oder du musst dich ein bisschen sportlich betätigen. Leute kommen mit Leitern, um dir ein Haus mit Pizza zu bewerfen. Was eine Zukunft. Was würdest du tun, wenn eine Pizza einen Menschen auf dein Dach werfen würde? Ich würde sagen, brauche ich einen extra großen Menschen mit sehr viel Telefon. Ich glaube, ich sollte dazwischen landen. Ah, das sieht tödlich aus. Das muss eine dieser tödlichen Fallen sein. Ich erinnere mich an den Part vom Spiel überhaupt nicht mehr. Ne, ich auch nicht. Ich frage mich, was man hier machen muss. Au, oh, du musst dann da oben landen. Was ist mit dem Haus, in dem die Queen gewohnt hat? Meinst du, das könnte man kaufen? Das Queen House? Den Buckingham Palace. Den Buckingham Palace. Meint ihr, die Queen hat eine eigene Bakery? Au. Das war eine Kreissäge. Kommt zur neuen Folge der Sesamstraße. Das ist eine Kreissäge? Elmo, willst du sie dir mal aus der Nähe anschauen? Ach Gott, Spottchen. Ich denke, wenn du so Royal bist, kriegst du die besten Backwaren. Das ist aber Betrug. Ich sollte nicht in einem Sägewerk arbeiten. Ich bin nicht gut mit diesen großen Sägen. Die haben doch so einen Mechanismus, dass die anhalten. Keine Ahnung. Ich bin mir sehr sicher, dass in so Sägewerke existieren, nur in Animationsserien. Oder im Erfolgsfilm von 2011, Zack und Cody. Bohrt. Alter. Da waren sie auch in einem verlassenen Sägewerk. Das ist so ein seltsamer Film. Ich will ihn irgendwann nochmal gucken, weil es kommt mir wie so ein Fiebertraum vor. Sie waren in irgendeinem komischen Camp, wo ein seltsamer Wissenschaftler Experimente an ihnen durchgeführt hat, weil sie Zwillinge sind. Das ist ein komischer Film, Daniel. Raki, du musst quasi, du musst springen und wenn du über dem Schalter bist, muss die Gravitation wieder dich auf den Boden ziehen. Okay, ich verstehe. Und in dem Moment drückst du den Schalter. Und für das Rätsel habe ich sehr lange gebraucht. Oh. Ich auch. Also lass ihn quasi nicht vorher drücken. Ich darf ihn erst drücken, wenn die Gravitation sich umkehrt, okay. Ja. Weiß nur nicht, woran ich das merke. Das muss ich wohl nach Gefühl machen. Dieses Ding. Ich höre das Geräusch nicht. Echt? Warum? Sag du es mir, Daniel. Springe, wenn du es sagst. Okay. Ist wahrscheinlich verzögert durch die Übertragung. Ich weiß nicht. Probier's einfach nach Gefühl. Wenn du jetzt etwas länger brauchst, dann spring einfach. Also, wenn du das. Ja. Aber dieses Klingen kommt ja auch erst, wenn die Gravitation schon wieder umgekehrt wird. Das ist ja zu spät dann, oder? Spring einfach jetzt. Ich spring mal jetzt. Ich bin gestorben. Wie gesagt, ich weiß genau, dass ich weiß auch, dass das letzte Rätsel ist, weil ich hing hier meine Weile sehr lange fest, bis ich überhaupt verstanden hatte, was das Spiel von mir wollte. Ja, ich auch. Eine Kreissäge. Aber ich habe es vorhin im Guide gesehen, deswegen bin ich sehr erleichtert darüber. Ja, es ist, war ich jetzt auch okay mit, dass du es gesagt hast. Was ist denn noch draußen los, Mann? Gengos Nachbarschaft steht in Flammen. Ich musste das Fenster jetzt zumachen. Ja, jetzt drücken. Oh, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich halt auch willst. Nichts. Da ist nichts. Das ist... Erst den wieder runterfallen drücken. Jetzt. Ja. Boah. Hast es endlich geschafft. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich habe das Timing verkackt und würde jetzt in die Kreissäge hochgesogen. Ich hasse es, in Kreissägen gesogen zu werden. Das ist unschön. Ich bin, er ist heute viel in den Kreissägen reingefallen, aber ich gebe ihm die Schuld dafür. Hey, Director.
Also so sieht das aus, wenn Menschen hinfallen. Das ist ein sehr cineastischer Moment. Ja, da ist das ganze Budget reingeflossen. Oh je. Yeah. Ja, ist doch etwas länger geworden, als ich geschätzt habe, aber... Hey, steh auf, faules Kind. Sind wir wieder... Aber warte, war das so ein Time-Loop-Ding? Bin ich wieder am Anfang vom Spiel? Warum bewegt er sich nicht? Hat mein Spiel sich aufgehört? Steht gleich auf. Nein, er müsste gleich aufstehen. Er ist so faul, weißt du? Ja, er hat mich gehört, scheiße. Seine seelenlosen Augen starren mich an. Ich glaube, wir haben den Limbo durchgespielt. Wir haben alle 7 Ebenen überstanden. Am wenigsten mochte ich die Kreissägen-Ebene. Weiß man tatsächlich nicht, aber Dante damals auch in seiner göttlichen Komödie betrieben. Der 5. Layer der Hölle besteht nur aus Kreissägen. Das ist, um die Leute zu bestrafen, die eine zu scharfe Zunge im Leben hatten. Hey, wir haben seine Schwester gefunden. Die vermutlich tot ist. Zusammen mit dem Jungen. MadPat würde eine Fantheorie drüber machen. Absolut. Es ist... Ich habe dieses Spiel auch mal als Erfahrung hier auf dem Kanal gespielt. Ich habe über das Video mal geredet, als wir den Podcast gemacht haben mit den Videos, die wir am wenigsten mögen von uns selbst. Weil, boah, ich habe da überhaupt nicht das Konzept von dem Format getroffen. Ich habe zwischendurch irgendwie... Wir haben uns einfach nur über MadPat unterhalten, weniger irgendwie über das Spiel oder so an sich, sondern einfach nur, das ist ein MadPat-Video, das existiert. Das ist auch eins, das existiert. Mensch, danke. Hey, wir haben Limbo durchgespielt. Das ist Halloween-tastisch. Ich habe es wieder geschafft, ein paar Spiele zu spielen, die überhaupt nicht gruselig sind. Aber es gehört für mich zu Halloween dazu. Ein paar hatten bestimmt Angst vor der Spinne. Ich glaube, es gibt wirklich so arachnophobe Leute. Ich habe mal irgendein Video gesehen, wo sie... Es ist ziemlich unhöflich, aber da haben sie einer Lady, die arachnophob ist, Spinnen aus Videospielen gezeigt und dann das ihre Reaktion gefilmt. Ja, es wirkt ein bisschen unhöflich. Ich meine, sie wusste doch, was sie tut. Ja, keine Ahnung. Ja, aber es ist... Da kam Goma auch vor. Stimmt. Okay, aber wir haben Limbo durchgespielt. Video ist lang genug, also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Video sehen. Das Video solltet ihr sehen. Oh.